Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel. Heute gibt es wieder die ganzen Videos und die ganzen Telefongespräche aus der vergangenen Woche noch einmal zusammengefasst als Hörspiel hintereinander weg, ohne mein Gequatsche dazwischen. Das Ganze ist für all die, die eben die Videos einfach nur zum Einschlafen oder zum Nebenbeihören oder wobei auch immer genießen möchten und eben keine Kommentare dazwischen möchten. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel. Guten Tag, Herr Erich. Ja, ich bin Patrick Weiß, Account Manager von der Handelsplattform MT4. Handelsplattform MT4? Ja. Wie kann man auf MT4 eine Handelsplattform haben? MT4 ist doch MetaTrader 4, oder nicht? Ja, MetaTrader 4 natürlich. Ja, aber MT4 ist doch keine Handelsplattform. Das ist MetaTrader 4, bitte. Was? Also MetaTrader 4. Und ja, MetaTrader 4, richtig. Aber wie kann MetaTrader 4 eine Handelsplattform sein? MetaTrader 4 ist ein Programm. Welches Programm? Ja, MetaTrader 4 ist ein Programm. Also, MetaTrader ist ein Programm. Ja. Das ist kein großes Programm, sagen wir. Aber bei Ihnen ist es auch so unfassbar laut, man versteht Sie gar nicht. Also, wir haben unsere Webseite und unsere Webseite. Ja, ich verstehe nicht. Könnten Sie mal bitte eine angenehme Telefonatmosphäre schaffen? Weil das ist irgendwie, die Kommunikation funktioniert so nicht. Okay, also, kann ich fragen, ob Sie WhatsApp oder... Ich verstehe kein Wort. Es ist so dermaßen laut bei Ihnen im Hintergrund, dass man Sie gar nicht raushören kann. Okay, haben Sie WhatsApp mit dieser Nummer? Ich verstehe gar nicht, was Sie von mir wollen. Sie müssen irgendwas machen, damit der Hintergrund leise wird. Der Hintergrund ist lauter als Sie selbst. Okay, also. Sie haben eine E-Mail, kann ich... Das hat sich nichts getan, ich höre Sie nicht. Ich höre nur, dass Sie was sagen, ich kann aber nicht verstehen, was Sie sagen, weil der Hintergrund ist viel, viel lauter als Sie. Also, ich werde E-Mail schicken, oder... Ich kann nicht raushören, was Sie sagen. Kriegen Sie das mal da mit Ihrem Telefon irgendwie in den Griff, weil ich kann Sie nicht verstehen. Okay. Der Hintergrund ist wahnsinnig laut. Ich kann nicht raushören, was Sie sagen. Okay, ich probiere nochmal. Jo. Okay, schönen Tag. Was? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Claudius? Und der Nachname? Mein Name ist Luca. Und der Nachname? Weiß ich nicht. Steht hier Claudius. Was? Also. Ihr Nachname ist irgendwie nur Buchstaben. Weiß ich nicht, was das heißt. Ja, so wie es da steht. Da steht Bad Abdulin. Ja, auf jeden Fall. Ich rufe Sie von Coinsbanking Handelsplattform. Mein Name ist Luca. Sie haben sich ja angemeldet. Stimmt das? Weiß ich nicht. Von wem rufen Sie aus an? Von Coinsbanking Handelsplattform. Coinsbanking? Genau. Also ist das eine Bank oder was? Nein, das ist eine Finanzhandelsplattform. Ach so, weil die Banking gesagt haben. Bei Ihnen hat es geklingelt im Hintergrund. Ist einer an der Tür. Gehen Sie ruhig erstmal an der Tür. Ich warte so lange. Nein, ist okay. Haben Sie Interesse über Online-Traden, Herr? Was ist das? Hallo? Ja, was ist denn los? Vergiss du, Hurensohn. Jo. Was machst du, Missgeburt? Hassen. Wenn ich deine Mutter sehe, wie macht die? So macht die, so. Du bist ganz schön primitiv, kann das sein? Kein Problem, das ist also deine Meinung, wenn ich so rede, weil du redest mit mir, so ich rede mit dir. Wenn du vernünftig redest, dann rede ich auch vernünftig, nur und so. Genau. Verstehst du? Wenn ich fragen darf, hast du jetzt etwas herausgefunden, Herr Katze? Was hast du herausgefunden, wenn ich fragen darf? Tja, das hättest du gerne, ne? Werde ich dir bestimmt nicht verraten. Sag doch, weil ich bin gespannt, Mann, was du herausgefunden hast. Was hast du gefunden, wenn ich fragen darf? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Okay, du oder so. Alles
Schönen guten Tag. Mein Name ist Max Hoff. Ich rufe an im Auftrag der Hannoverschen Leben. Spreche ich denn da mit Herrn Gerold Stein? Ja, von wo aus rufen Sie an? Im Auftrag der Hannoverschen Leben, dem Versicherer. Mhm. Ich habe hier Daten vorliegen, dass Sie sich zwecks einer Sterbegeldversicherung interessiert haben. Und aus dem Grund melde ich denn mal mich mal heute. Und haben Sie denn in dem Bereich schon Vorsorge betrieben, wollte ich mal fragen? Nö. Haben Sie noch nicht? Soll ich Ihnen da gerne mal ein paar Daten durchgeben? Nö. Warum denn nicht? Wollen Sie nicht selbst bestimmt vorsorgen? Ja, was gibt Ihnen das Recht, mich anzurufen? Sie haben da irgendwann mal bei einer Umfrage oder bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Und das gibt Ihnen dann nicht das Recht, mich anzurufen. Sie brauchen in Deutschland ein Double Opt-in. Sie machen sich gerade strafbar mit Kaltakquise. Ich mache mich nicht strafbar. Ach, da brauchen Sie sich gar nicht rausreden. Sie rufen illegal an. Also ich hab Jura studiert, tatsächlich ein paar Semester lang. Ich Ach, weiß, das ist Blödsinn. Sie haben kein Jura studiert. Lügen Sie mich nicht an. Sie sind einfach nur ein Volltrottel, der mich hier illegal anruft. Da brauchen Sie mir keinen Scheiß erzählen. Sie müssen sich die AGBs durchlesen, bevor Sie irgendwelche... Sowas kann gar nicht in AGBs stehen. Sag mal, sind Sie komplett behindert eigentlich? Das kann gar nicht in AGBs stehen. Sie müssen jetzt auch nicht gleich ausfallend werden, Herr Stein. Ich werde so, wie Sie es verdient haben. Suchen Sie sich mal einen anständigen Job. Ist ja ekelhaft, was Sie hier machen. Ja, suchen Sie sich mal einen anständigen Bildungsgrad, würde ich dann mal sagen. Ich muss mich hier nicht beleidigen lassen von Ihnen, es ist alles in Ordnung. Ich habe einfach nur angerufen, weil Sie... Ja, Sie lügen mich ja an, das ist ebenfalls Beleidigung. Doch, Sie lügen mich an. Erzählen Sie keinen Scheiß, Sie haben kein Jura studiert, sonst würden Sie nicht in so einem ekelhaften Callcenter vergammeln. Erzählen Sie mir noch nicht so einen behinderten Blödsinn. Ich habe das 4 Jahre lang studiert, tatsächlich. Ja, genau, und dann waren Sie zu blöd, keinen richtigen Anwalt zu machen, oder was? Oh Gott, Sie müssen viele Probleme haben, das tut mir echt leid für Sie. Ja, ich glaube, Sie haben ein Problem, sonst würden Sie ja nicht so einen scheiß Job machen. Sie müssen jetzt nicht ausfallend werden. Also gut, Sie haben hier Ihre Daten angegeben, deswegen habe ich Sie angegeben. Ich habe nirgendwo meine Daten angegeben und Sie rufen mich illegal an. Sie brauchen gar nicht so einen Scheiß erzählen. Sie rufen mich illegal an. Sie rufen illegal an. Diskutieren Sie doch gar nicht mit mir. Sagen Sie mal, sind Sie blöd? Ich glaube, bei Ihnen fehlt irgendwas im Gehirn, kann es sein? Oh Gott, Sie sind herzallerliebst. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch alles Gute. Ne? Ja, das wünsche ich Ihnen auf keinen Fall. Ich hätte gerne mit Herrn Gerold Steiner gesprochen. Ist vom Apparat. Mein Name ist Markus Kusch, ich rufe Sie an von Blockchain Finanzabteilung. Herr Steiner, Sie haben bei uns einen Guthaben erworben, das ist 0,27 Bitcoins. Oder 14.000 Euro zurzeit. Habe ich bei Ihnen auf dem Konto? Ja. Ach. Am Blockchain, das ist eine Kryptotasche. So. Ja, und woher kommt das Geld? Von Binance. Von wem? Binance. Ach so. Ja, und wie kommt das zustande? Meine Aufgabe ist nur, Ihnen zu helfen, die Summe zu bekommen. So, ich arbeite nur mit den Überweisungen. So, na, dann und mal her damit, die ganze Information habe ich nicht. Ich kann Ihnen alles sagen, wenn Sie jetzt sogar zum Internet haben. Ja. Und scheiße, bei unserer Arbeit benutzen wir das Programm Anidesk. Für die Verbindung und für diesen Start mit Ihnen. Ach, Sie meinen das Programm, was die ganzen Betrüger verwenden? Anidesk ist für Betrüger, ja? Ja, meistens nutzen es ja Betrüger, um dann meinen Bildschirm schwarz zu schalten und an meine Daten vom Rechner zu kommen, ja. Unmöglich. Alles, was unmöglich wir machen... Ist das nicht. Das ist alles, schon möglich. Alles, was wir machen, wir geben Ihnen den direkten Link zur Kryptotasche mit diesem Geld. Alles andere machen Sie selbst. Mit unserer Hilfe, ja natürlich, aber mit Sie können wir nichts machen. Wenn Sie etwas falsch sehen, können Sie das Programm ausschalten und das war's. Ich habe mal eine andere Frage. Glaubt ihr den Scheiß als Betrüger eigentlich selbst oder lest ihr das bloß ab und nehmt es so hin? Alle sagte, Sie sitzen da noch eine Geld. Das macht doch gar keinen Sinn, was ihr da so erzählt am Telefon. Das ist ja nicht mal logisch. Vor allem, wo soll denn das Geld herkommen, wenn ich nicht mal was eingezahlt habe, ne? Das ist ja noch interessanter. So, ist da jetzt noch einer dran, oder? Hallo, Betrüger. Hallo. Sehr geehrter Herr Betrüger, sind Sie noch am Apparat? Oder musst du da jetzt irgendwie erst wieder deinen Vorarbeiter fragen? Naja, dann blockier lang halt weiter deine Leitung. Ich leg das Telefon an der Seite. Ich sage, Herr Steiner,
Mein Name ist Elidon und ich melde mich an. Hallo, schönen Tag, Herr Stein. Mhm. Ja, mein Name ist Peter Funk. Bezüglich Bitcoin-Handel an der Börse. Was für ein Ding? Bitcoin-Handel, Börsenhandel. Ja. Ja, Anfang Oktober hatten Sie Interesse dran. Sagen Sie bitte, wie besteht das jetzt damit? Ja, kann sein, aber bei Ihnen ist so laut, man versteht Sie kaum. Ach so, also die Börse, hier ist immer laut. Das ist ja Musik im Hintergrund und an der Börse läuft ja keine Musik. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich höre Sie nicht. Ich höre Sie nicht. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja, fast gar nicht. Können Sie da mal Ihre technischen Probleme irgendwie in den Griff kriegen? Also, okay. Weil so können wir nicht telefonieren. Okay, wann kann ich später anrufen? Ja, wenn Ihre Leitung funktioniert. Also, okay. Okay, versuche jetzt noch einmal. Und jetzt hören Sie mich gut? Nö, im Hintergrund ist es noch genauso laut wie vorher. Ich kann Sie nicht verstehen. Es ist viel zu viel Krach bei Ihnen und die scheiß Musik nervt. Also, okay, dann versuche ich später noch einmal. Ja? Nee, ohne Musik. Ohne Musik wäre das schon machbar. Okay, versuche. Danke, tschüss. Idiot. Can I speak with George? It's Melo Hudson speaking, Gerald from IG Market Group. Ja, kannst du als erstes mal die Musik ausmachen und danach dann gleich in Deutsch reden, weil so verstehen wir dich dann. No Deutsch. Do you speak English, ja, Gerald? Nee, wenn du mich hier anrufst, dann musst du in Deutsch quatschen, weil Englisch wollen wir hier no auf dem YouTube-Kanal nicht. No nein, Deutsch. Kein Deutsch. English? Wir reden hier kein Deutsch. Do you speak English, nein, habe ich doch gerade schon gesagt. Nein, wir reden hier kein Deutsch. Und wenn, dann musst du sowieso... Ich spreche mit hier Erreich. Was für ein Ding? Alfred Erreich. Ich bin richtig bei Ihnen. Katrin Hesser ist mein Name. Guten Tag. Ich rufe Sie von internationalem Konsortium der Bankbörsengeschäfte an, bezüglich von Ihrer seitigen Emittentransaktion an der Börse. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon angefangen zu handeln? Was bedeutet, unter Ihrem Namen steht eine pendente Transaktion, deswegen Ihre Anmeldung wurde an mich weitergeleitet. Wie weit sind Sie? Aha, auf welcher Seite denn? Das sehe ich nicht. Sie haben etwas versucht, deswegen sind Sie von unserer Seite kontaktiert. Sie haben keine offizielle Zulassung am Finanztag und meine Arbeit möchte darin, Ihnen dabei zu helfen. Haben Sie schon 250 investiert, ja? Nö. Ja oder nein? Sagen Sie mir bitte direkt, okay? Na, habe ich Ihnen doch gerade gesagt, mehrfach. Herr Erreich, Sie haben die Interesse geäußert daran. Natürlich, deswegen wurde Ihre Anmeldung an mich weitergeleitet, ja? Aha. Haben Sie eine Erfahrung in diesem Bereich oder nicht? Nö. Okay, möchten Sie handeln oder nicht? Spreche ich mit Gerald Klabowmann? Mit wem wollen Sie sprechen? Spreche ich mit Gerald Klabautermann? Jo. So, super. Mein Name ist Adam Nowak. Ich bin Manager von Swiss Union. Ich sehe, Sie haben Interesse, früher gesagt, online Geld zu verdienen. Ist es stimmt? Von wem sind Sie Manager? Von Swiss Union. Von Company Swiss Union. Aha. So, und... Was ist denn da bei Ihnen so laut im Hintergrund? Bei mir ist er laut, oder was? Ja. Und jetzt? Ja, immer noch. Und jetzt? Ja, Sie machen bloß Ihr Mikrofon leiser, der Hintergrund ist laut. Das nützt nichts, wenn Sie Ihr Mikrofon leiser machen, dann versteht man Sie noch weniger. Okay. Sie müssen den Hintergrund leiser machen, nicht das Mikrofon im Vordergrund. Ist ja vollkommen dämlich. So, haben Sie Interesse? Ja, an was denn? Man versteht Sie ja nicht. Also, okay. Okay. Kleinen Moment, bitte. Ja. Können Sie da irgendwie mal die Musik ausmachen? Das ist ja furchtbar. Nee, das ist das große Büro. Ja, naja, ja, genau. Ja. Deswegen macht man auch die Musik aus. Nee, das ist... Nee, keine Musik. Das ist das große Büro. Nee, das ist Musik im Hintergrund. Verarsch mich nicht. Da ist Musik im Hintergrund. Nein. Doch, nein, da ist Musik. Jede Menge Musik. Man hört's doch. Ich bin doch nicht doof. Ich hör's doch klar und deutlich.
Das ist große Büro, nicht Musik. Ich höre, dass da Musik läuft. Verarsch mich nicht. Verkauf mich nicht für blöd, sonst wäre ich sauer. Dann kannst du dir dein Geld sonst wohin schieben. Okay. So, weitergehen. Ja, wir machen weiter, wenn die Musik aus ist. So. Warte mal einen kleinen Moment. Ja. Ja? Ja. So, gut. Spreche ich mit Herr Gerard, ja? Das ist Adam Nowak telefoniert. Ja, können Sie da mal die Diskothek im Hintergrund abschalten? Welche Diskothek? Ja, bei Ihnen ist es schweinelaut im Hintergrund. Machen Sie das mal aus. Bei mir nicht laut. Bei Ihnen läuft Musik im Hintergrund. Schalten Sie die mal aus, wenn Sie mit mir reden möchten. Doch, da ist Musik. Verarschen Sie mich nicht, machen Sie mich nicht sauer, schalten Sie die Musik aus, dann reden wir. Wenn Sie die nicht ausschalten können, dann reden wir nicht. So, okay, auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Arschloch. Guten Tag, hier ist Rainer. Ich bin Antonia Jutzler, personale Kontoberaterin von Flex Capital. Wie heißen Sie? Antonia Lutscher? Antonia, was haben Sie gesagt? Lutscher? Wissen Sie, was bedeutet Lutscher? Weiß ich nicht. Ihr Nachname? Nee, Antonia Jutzler. Jutzler? Oder wie? Jutzler, genau. Jutzler. Jutzler. Und was heißt das für ein Name? Wo kommt der her? Das ist eigentlich ganz egal. Herr Steiner. Ach so. Wenn Sie wollen Handel anfangen, dann werde ich Ihnen dabei helfen, dass Sie Ihr Handelskonto richtig aktivieren. Wollen Sie das? Was denn für ein Handelskonto? Auf welchem sind Sie gerade online? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich meine den Flexkapital, ja? Sie haben jetzt über den Tesla eine Werbung gesehen und dann haben Sie die Daten gelassen. Ach so, Sie meinen hier die komische, unseriöse Seite, ja. Und von da aus rufen Sie jetzt an, oder wie? Also, wenn Sie möchten, jetzt hier zu spielen, dann gehen Sie im Kindergarten, wirklich, und machen Sie, was Sie machen, weiter, ja? Okay. So, wenn Sie wollen, richtig werden, wenn Sie wollen, Geschäft machen, dann bleiben Sie als Mensch, als Mann und sprechen Sie öffentlich. Haben Sie heute schon ein Geschäft gemacht, ein großes oder ein kleines? Lutschen Sie Ihre Arsch. Den Arsch lutschen, wie geht denn das? Guten Tag, Herr Stein. Eva Edmann spricht am Apparat. Ich melde mich an Swiss Bank. Aha. Ich sehe gerade, dass Sie an unserer Webseite online sind und lassen Sie Depot betätigen, ja? Stimmt das? Ja, und wieso rufen Sie da an? Weil, also wegen der Sicherheitsgründe, Sie schaffen es nicht, da reinmachen. Ich bin Ihre Kontomanagerin, ja? Zuerst ist online eine richtige Registration durchführen. Das soll also heißen, ich bin da alleine zu blöd für, oder wie? Bitte? Das soll heißen, ich bin da alleine zu blöd für, oder wie? Nein, das habe ich nicht gemeint. Also Sie sollen zuerst bei der legalen Plattform Verifizierung tätigen und richtige Registration durchführen, ja? Danach können Sie eine Deposit tätigen. Ja, aber ich verstehe nicht, warum Sie mich jetzt dazu anrufen. Also unsere Abteilung, also ich bin eine Kontomanagerin, ja? Und unsere Arbeit, unsere Abteilung ist die höchste. Also wenn Sie irgendwas falsch eingetreten haben, dann schaffen Sie es nicht. Verständlich? Aha. Ja, aber... Genau. Und was und wer hat Ihnen die Erlaubnis gegeben, mich anzurufen? Sie selbst, also Sie haben also angemeldet an unsere Webseite. Ja, aber weil ich mich bei euch angemeldet habe, habe ich ja jetzt nicht damit bestätigt, dass ihr mich anrufen dürft. Also Herr Stein, ich sehe jetzt fast 10 Minuten, Sie können, also Sie schaffen nicht dein Deposit tätigen, deswegen rufe ich Sie an. Ja, vielleicht will ich das auch gar nicht tätigen. Bitte? Ich sagte, vielleicht will ich das auch gar nicht tätigen. Alles klar, aber haben Sie die Information, welche Leistungen bekommen Sie von unserer Seite? Das steht an unserer Webseite gar nichts, oder? Ja, ne, brauche ich aber auch nicht, weil das, was ich gesehen habe, das sieht schon extrem nach Betrug aus. Oh,
okay. Okay, dann wünsche ich einen schönen Tag und viel Glück. Wenn Sie es schaffen nicht, dann melden Sie sich einfach. Nö, ja? Ich hoffe, dass du dir mal einen anständigen Job suchst, wo du die Leute nicht bescheißt. Alles klar. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, ich dir nicht. Danke. Ja. Trotzdem, ja? Sehr gerne. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, Labimel, wie geht es Ihnen? Ja, wen möchten Sie sprechen? Wie heißen Sie? Labommel ist Name. Aha. Wissen Sie, wie soll Luffy Sie haben? Nö. Sie haben gerade eine Anmeldung gemacht, ja? Wen genau möchten Sie sprechen? Michael Labommel. Ja, den ganzen Namen? Labommel, Labimel. Ah ja, okay, ja. Da sind Sie richtig, ja? Ja, ja. Hallo? Also, was magst du? Hä? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Willst du Geld investieren oder nicht? Na, wäre erstmal schön, wenn Sie mich nicht duzen könnten. Ja, Sie haben eine Anmeldung, dass Sie wollen Geld investieren. Wollen Sie nicht investieren jetzt? Ja, weiß ich nicht. Also, ich verstehe jetzt den Grund des Anrufs nicht so ganz. Ich bin hier Ihnen zu helfen, das Konto zu aktivieren. Und das kann ich nicht alleine? Kannst du, aber du bist ein bisschen so wie ein Schwul. Sind Sie bescheuert? Ah, ich fick deine Familie. Geh mal weg. Hä? Du Hurensohn. Ich glaube, irgendwas stimmt mit dir nicht, aber das, ganz gewaltig nicht. Ich steck das auf YouTube. Ich fick deine ganze Familie, du Hurensohn. Genau, so wird's laufen. Deine Kinder, deine Frau, alles, was du hast. Ja. Und findest du das in Ordnung, so als Betrüger in so einem Callcenter zu arbeiten und die Leute zu beleidigen? Ich fick deine Mutter, deine Familie, alles, was du hast. Dass du kein Benehmen hast und auch keinen Sozialgedanken, das ist auch ganz klar. Labimel, was denkst du, dass ich bin, du Hurensohn? Tja, also auf jeden Fall denke ich, dass du nicht besonders intelligent sein kannst, weil dann würdest du ein bisschen anders artikulieren als so. Steck das auf YouTube. Ich fick deine Familie, deine Oma, deine Schwester, alles, was du hast, du Hurensohn. Natürlich. Ich meine, du lieferst ja auch das passende Material dazu, dass es sich lohnt, das hochzuladen. Du Schwanzlutscher. Findest du das gut? Schwanzlutscher. Aber ihr da in den ausländischen Callcentern könnt auch immer echt nur die gleichen. Hallo, schönen guten Tag, hier Steiner. Nina Meier ist am Apparat. Meier. Tag, mit wem spreche ich denn da bitte? Aha. Hören Sie mich besser, oder? Jetzt höre ich besser, ja. Okay. Hat ja wirklich nur eine Sekunde gedauert. Sie waren schneller als mein Aufnahmeprogramm. Das musste erstmal neu laden. Warten Sie, reden Sie, sagen Sie mir, was Sie sehen. Jetzt steht hier 14.57 Uhr, Freitag, 19. Oktober. Da kann ich mich jetzt anmelden. Hallo? Ja. Ja, ich habe gedacht, es wird besser, wenn ich Ihnen in dieses Nummer anrufen kann. Ja. Okay. Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Grüßen Sie, wie geht es Ihnen? Ja. Was, ja? Ja. Lieber Herr, können Sie eine gute Antwort geben? Nein. Oh Mann, sprechen Sie Deutsch? Nein. Sie haben Interesse gezeigt um Online-Handel bei Bitcoin-System, deswegen rufe ich Ihnen an. Ach so. Ja? Hallo? Hallo. Haben Sie gerade gute Laune zum Beispiel? Nein, es tut mir sehr leid. Aber Sie machen wie ein Kind. Ja. Sind Sie ein Kind? Mm-mm. Warum haben Sie Ihr Handy im Lautsprecher gelassen? Weil ich Sie dann besser hören kann. Was? Weil ich Sie dann besser hören kann.
Ach so. Aber gehen Sie bei Arzt. Er kann helfen mit Ihre... Ja? Mm-mm. Wie? Mm-mm. Mm-mm. Aber Sie sind taub. Deswegen hören Sie nicht. Ja. Ihre Ohren haben Probleme. Ja? Ja? Für alle sagen Sie ja. Ja, aber immerhin bin ich kein Betrüger. Wie bitte? Immerhin bin ich kein Betrüger, der auf YouTube landet. Nochmal? Ich sagte, immerhin bin ich kein Betrüger, der auf YouTube landet. Betrüger um YouTube? Hm. Sind Sie? Nee, ihr. Nee. Doch, hab schon Videos von euch gesehen. Deine Stimme kenne ich auch schon. Aber wir haben nie zusammen gesprochen. Wie kennen Sie meine Stimme? Nur von anderen YouTubern. Nee. Doch, genau das gleiche hast du bei anderen Leuten auch schon gemacht. Genau so mit dem Nee. Okay, sage ich Ihnen Nein. Ist die gleiche Stimme? Ja. Ja. Sie lügen. Nee. Aber ihr lügt ja, betrügt ja die Leute. Sie haben Nee gesagt. Oh, Sie haben Nee gesagt. Soll ich Ihnen sagen, Sie sind Betrüger? Ja, warum seid ihr denn Betrüger? Warum zockt ihr denn die Leute ab? Nein. Doch. Möchten Sie weitergehen mit dem Handel, ja oder nein? Ja. Ja. Mhm. Okay. Öffnen Sie denn den Desk? Ich muss ja erstmal den Computer anmachen als erstes zum Beispiel. Okay, machen Sie den Computer an. Ja. Ja. Moment. Hallo, guten Tag, Herr Zahler, korrekt? Mhm. Elli König am Apparat von DJ Flex ist online. Aha. So, wie weit sind Sie gekommen, Herr Zahler? Und können Sie mir mal sagen, was für einen Grund haben Sie, dass Sie jetzt online sind? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Jetzt ist das Telefon runtergefallen. Von welcher Webseite aus rufen Sie an? DJ Flex, wo Sie gerade online sind. Ach so, die habe ich schon wieder zugemacht. Aha, okay. Und was war der Grund? Eigentlich möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Na, jetzt nicht mehr, nee. Warum? Darf ich fragen? Ich habe mich angemeldet, weil ich mal gucken wollte nach einer seriösen Trading-Plattform, aber es hat nicht meine Kriterien erfüllt. Oh, warum? Darf ich mal fragen? Weil können wir mal lösen oder für Zukunft wäre es nett, wenn Sie uns das mitteilen. Ja, weil das gleiche System dahinter verwendet wird wie bei den anderen Betrugsplattformen. Also es ist genau das gleiche Login-System. Ja, okay. Und wissen Sie, wie eine regulierte Handelsplattform aussieht? Ja. Okay. So, Herr Thaler, ich kann Sie natürlich nicht überzeugen. Danke für die Antwort. Und weiß ich dann Bescheid. Aha. Also auf jeden Fall neu, dass die Betrüger nicht am Telefon schreien. Wie bitte? Ich sagte, es ist auf jeden Fall neu, dass die Betrüger nicht am Telefon rumschreien. Schreien werde ich natürlich nicht, Herr Thaler. Ja, die anderen brüllen immer gleich rum. Okay, ja, kann sein. So, dann schönes Tag noch, ja? Ja. Viel Glück. Hallo, Herr Thaler? Mhm. Ja, guten Tag, ich grüße Sie. Hier spricht David von Capixel. Aha. Ja, jetzt sprechen Sie nicht mehr. So, jetzt. Hören Sie mich? Ja. Was denn? Wunderbar. Hier spricht David von Capixel. Ich melde mich bezüglich Ihrer gerade getätigten Online-Registrierung bei uns auf der Plattform. Aha. Und warum? Nee, dadurch, dass wir ein reguliertes, lizenziertes Unternehmen sind, biete ich Ihnen hier die Unterstützung an bei der Freischaltung und Aktivierung Ihres Handelskontos. Aha. Damit Sie das Ganze natürlich legal für sich nutzen können. Ja. Wo sind Sie denn reguliert? Wir? Ja. Wir sind von der SciTech reguliert. Ach, das ist die bitte? Ganzen, ja, ich sage da, wo die ganzen unseriösen Unternehmen registriert sind. Wo man sich für 5 Euro eine Lizenz kaufen kann. Weiß ich nicht. Davon fühle ich mich jetzt nicht auf. Angesprochen, würde ich mal so sagen. Wir sind ein reguliertes Unternehmen von der SciTech. Wir sind hier dazu da, um bei der Kontofreischaltung und Aktivierung zu helfen. Macht aber jetzt gerade nicht unbedingt den seriösesten Eindruck.
Okay, wollten Sie auf die Plattform, um ein Handelskonto freischalten, oder was war Ihre Absicht? Ja, ursprünglich bei schon, bis ich dann festgestellt habe, dass da irgendwas faul ist bei euch. Wie bitte? Ich sagte, grundsätzlich wollte ich das schon, bis ich dann festgestellt habe, dass bei euch was auf der Seite faul ist. Was ist denn faul? Ja, zum Beispiel, wo ihr registriert seid. Dass man gleich einfach angerufen wird, ohne nachzufragen. Was wollten Sie denn, was für eine Nachfrage wollten Sie denn haben? Sie haben doch bestätigt, dass Sie Anrufe erhalten. Nee, habe ich nicht. Warum haben Sie sich denn dann registriert? Ja, weil Weil ich ursprünglich vorhatte, mit Kryptowährungen zu handeln, aber weil das mit meiner Hausbank nicht geht, aber ich habe halt eben, ich finde halt kein seriöses Unternehmen, wo man mit Krypto handeln kann. Also ich kann Ihnen nur über die Regulierungen und Lizenzen aufklären. Wenn Sie da schon die Erfahrung mitbringen, dass Sie da keine Unterstützung brauchen, dann können Sie das ja auch einfach sagen. Und ich kann das Gespräch beenden und Sie machen lassen. Ja, aber Sie rufen ja einfach an. Ich habe ja nicht nachgefragt nach Ihrem Anruf. Naja doch, mit Ihrer Registrierung haben Sie da nachgefragt. Nee, das ist ja nicht wahr. Das Häkchen habe ich weggelassen. Das Häkchen haben Sie weggelassen? Kleinen Moment, okay, das ist genau korrekt. Weil wenn Sie da das Häkchen... Sie können das ja auch einstellen, dass Sie nicht angerufen werden. Richtig, deswegen. Und das Häkchen habe ich weggelassen. Nee, ich habe das gerade nachfragen lassen. Das haben Sie... Sie haben Anrufe akzeptiert. Nee, habe ich ja nicht. Das ist es ja. Ich habe sogar einen Videobeweis dafür gemacht. Sie haben einen Videobeweis davon? Ich meine, wenn das so ist, dann können wir doch das Gespräch ganz einfach beenden und dann können Sie gerne weitermachen, wenn Sie möchten. Ich kann Ihnen die E-Mail zukommen lassen, wo Sie darauf antworten können, wenn Sie Hilfe benötigen, und dann würde ich mich dann einfach nochmal melden. Aber es scheint ja gerade so, als würde ich Sie gerade mit dem Anruf sehr, sehr nerven. Ja, ich brauche halt keine Anrufe von Betrügern und illegalen Callcentern. Okay, alles klar. Ich sehe, da besteht kein Interesse mit einem regulierten Unternehmen. Ja, ihr seid ja nicht reguliert. Wenn ihr reguliert wärt, dann wäre ich da schon interessiert dran. Aber ihr seid ja nicht okay, reguliert. Herr Thaler, brauchen Sie vielleicht Hilfe, um zu sehen, wo man die Regulierung sehen kann? Müssen Sie das sehen? Nö, keine Angst. Da kenne ich mich mit aus, wie man gucken kann, ob man reguliert ist oder nicht. Und ihr seid's nicht. Naja, dann hätten Sie mir jetzt was anderes gesagt, weil das bei uns auf der Webseite zu sehen sind, der Herr. Aber... Sie wollten ja keinen Anruf haben, deswegen würde ich das Gespräch beenden. Ich will Sie nicht zu lange strapazieren. Wenn Sie das machen möchten, Sie sind gerne bei uns willkommen. Nee. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bei Betrügern zahle ich kein Geld ein. Ja, hallo, Herr Klaus Thaler. Mhm. Ich begrüße Sie, Ohrenstein von Avatred am Apparat. Aha. Jawohl, ich begrüße Sie zu unserer Plattform und wollte nur soweit sagen, dass, ja, Sie können ja mit der Verifizierung beginnen, Dokumente hochladen und dann können Sie entweder mit 100 Euro anfangen oder bei 1000 Euro bekommen Sie einen Kontobetreuer. Und wenn Sie, jawohl, haben Sie ja voller Vorerfahrung, Herr Thaler? Hm. Gar nicht. Ansonsten bringen wir das auch bei. Sobald Sie das Konto kapitalisieren, öffnet sich dann automatisch unser Lernzentrum. Dort können Sie studieren, bis Sie dann selbstsicher genug sind, um eben alleine Position zu nehmen. Da lade ich Sie herzlich ein, erst das Konto zu verifizieren, ja, dann mit der Mindesteinlage beginnen oder etwas mehr. Und auch wenn das alles nicht unbedingt passen sollte, können Sie das Geld jederzeit abheben. Und da sind Sie sich sicher, dass man das Geld da wieder abheben kann? Ach, ganz, ganz, ganz sicher. Das erlebe ich jede Stunde, jede Minute, jeden Tag. Mhm. Uns gibt es seit 15 Jahren, wir sind voll reguliert. Ja. Wir agieren auch. Wie lange machen Sie den Job schon? Sie klingen ziemlich neu. Ja, ich bin, 4 Monate. Ach so. Und in 4 Monaten haben Sie nicht bemerkt, dass das ein illegales Unternehmen ist? Na, wieso illegal? Das ist legal. Nö. Wir sind ja reguliert. Nee, seid ihr nicht. Doch, das sind wir. Nee. Dann können Sie uns gerne eine E-Mail schicken, wenn Sie der Meinung sind. Per E-Mail spielt das ja keine Rolle. Auf jeden Fall seid ihr nicht reguliert und auch nicht registriert. Doch, sind wir beide. Ja, wo denn? Na, steht auf unserer Webseite. Mhm. Genau, steht nur, dass man, auf unserer Webseite, dass die Daten da fake sind, das ist schon mal aufgefallen, schon mal selbst irgendwo eingegeben bei der BaFin und so. Die Nummer? Da bin ich überfragt jetzt.
Tja, die Nummern existieren nämlich nirgendwo. Also das, was da steht, ist einfach nur gelogen. Es stimmt halt einfach nicht. Mein Hinschreiben kann man ja viel. Sie können sich da ein Bild von machen, indem Sie noch ein bisschen vertiefen auf unsere Webseite. Mhm. Da werden Sie schon vieles entdecken. Ja, da habe ich schon eine ganze Menge Betrug entdeckt auf der Webseite. Auf unsere? Ja. So, gut, dann ist das ein Feedback. Das werde ich weiterleiten. Mhm. Wenn Sie das möchten. Ja, immerhin muss man ja sagen, dass normalerweise haben die Betrüger-Callcenter ja immer Musik im Hintergrund an. Das läuft ja bei euch schon mal nicht. Da macht da wenigstens schon mal eins richtig. Ja gut, Musik ist, ist schon eine Sache. Mhm. Ja, Herr Thaler, Sie sind jederzeit eingeladen, da nochmal... Ich will ja meine Kohle behalten und nicht bei euch versenken. Das würde ja passieren. Gut. Sie haben sich bei uns registriert und ich wollte nur meinen Job machen, anrufen und... Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, suchen Sie sich mal einen anständigen Job. Irgendwas Seriöses. Wo Sie die Leute nicht verarschen müssen. Ja. Auch wenn man Ihnen das mal so erzählt nicht. Und Ihnen da so ein tolles Skript hinlegt, das heißt ja noch lange nicht, dass das auch der Wahrheit entspricht, nur weil es da steht. Ich gehe davon aus, dass es reguliert ist und das... Ja, aber ich meine, davon ausgehen ist immer so eine Sache. Man macht sich halt eben selbst mitstrafbar, wenn man bei so einem Betrug mithilft. Auch wenn man es nicht weiß. Unwissenheit schützt zur Strafe nicht. Und prüfen Sie mal die eigenen Nummern, die da auf der Webseite stehen. Die stimmen alle nicht. Das mache ich, Herr Thaler. Das mache ich sicher. Okay. Halten wir trotzdem Kontakt? Nö. Warum? Gut. Okay. Gut, Herr Thaler. Dann mache ich einen Vermerk, dass ich Sie nicht nochmal anrufen soll. Nö, machen Sie sich mal einen Vermerk, dass Sie sich einen neuen Job suchen und das da mal alles nachprüfen. Lieber schneller als zu langsam, weil wie gesagt, laut deutschen Behörden machen Sie sich damit strafbar. Also nicht, dass ich wüsste, dass ich mich mitstrafbar mache. Naja doch, das ist Beihilfe zum bandenmäßigen Betrug, was Sie da machen. Oh, gut, Herr Thaler, das ist ein Feedback. Das werde ich notieren und weiterleiten. Mhm. Nach oben. Alles klar. Vielen Dank. Jo. Danke, Herr Thaler, jo. Tschüss. Erstmal tschüss. Tag, hatte ich mit Frau Klaus Thaler? Mhm. Da schon, der Fox-Sprecher Apparat von der Firma Hashtray. Wer ist da? Lea Fox von der Firma Hashtray. Achso. So. Und selbst? Gut. Also, ich glaube, Sie haben registriert auf unserer Plattform auf Hashtray. Stimmt ja, das? Möglicherweise, ja. Ja, genau. Dann, ich bin Ihre Kontomanagerin und ich werde Sie weiterhelfen, weiter informieren, okay? Ach so, also Sie sind jetzt die Person, die das Geld haben will. Wie bitte? Ich sage, Sie sind jetzt die Person, die das Geld haben will. Ich? Ja. Okay, alles klar, tschüss. Hä? Was denn? Gruppe Weichenstein. Eva Edmann ist am Apparat. Ja. Ich melde mich von... Swissbank, wie geht es Ihnen? Also Schweizer Kapitalbank. Hören Sie mich? Ja. Hallo? Ja, ich höre Sie. Den Herrn Klaus Thaler. Mhm. Herr Thaler, Markus Kellermann-Apparat hier von Unternehmen Waden. Bezüglich der Anmeldung, die Sie vor kurzem gemacht haben, für die automatische Software für den Bitcoin, Herr Thaler, stimmt das? Ja, kann sein. Und Sie haben sich doch gerade auf unserer Seite registriert. Das ist schon eine Weile her. Das war vor ein paar Stunden, ja. Ganz genau, Herr Thaler. Wie gesagt, ich bin hier der Kundenbetreuer. Meine Aufgabe ist, Ihnen die Sache ein bisschen näher zu bringen. Und natürlich, dass wir das Handelskonto für Sie erfolgreich aktivieren. Also sagen Sie mir, haben Sie in diesem Bereich schon Erfahrung gesammelt? Ja, ja. Haben Sie schon? Mhm. Okay, ich kann mich doppelt hören, Herr Thaler. Bin ich auf Lautsprecher, oder? Ja. Okay. Wie gesagt, also Markus Kellermann-Apparat hier. Meine Aufgabe ist, die Sache ein bisschen näher zu bringen, ja? Herr Thaler, Sie werden hier nicht alleine in die Börse reingeschubst. Sie bekommen Hilfe von den Fachexperten.
Der Fahrexperte wird Ihnen erstmal eine kleine Schulung geben, Ihnen alles zeigen und am Ende, Herr Thaler, wird er für Sie also arbeiten, ja? Sagen Sie mir, Sie haben gesagt, Sie haben keinerlei Erfahrung in diesem Bereich, oder das heißt, Sie haben schon Erfahrung? Doch, ich habe schon Erfahrung, ja. Schon Erfahrung. Und die Erfahrungen sind gut oder schlecht? Ich wüsste jetzt nicht, was das jetzt hier zur Sache tut. Ich habe es ja kurzfristig nicht verstanden. Ich sagte, ich wüsste nicht, was das jetzt hier zur Sache tut. Ja, wie gesagt, ich will nur wissen, also, ob Sie Erfahrung haben oder nicht. Ich glaube nicht, dass Sie das wissen wollen. Ich glaube, das steht einfach nur so in Ihrem Skript. Ja, ganz genau. Das ist Filmpolitik. Also wir sollten schon nach Erfahrung nachfragen. Ja, aber das ändert ja nichts am Rest. Okay, also haben Sie schon Erfahrung. Okay, das werde ich hier eintragen. Darf ich Sie fragen, wie jung sind Sie denn, Herr Thaler? Auch das jetzt nicht, was das jetzt hiermit zu tun hat. Natürlich hat es etwas damit zu tun, Herr Thaler, ich werde es Ihnen gleich erklären, ja? Filmpolitik ist, wir dürfen keine Kinder, also Minderjährige, auf die Börse lassen, ja? Wie soll ich wissen, dass Sie unter 18 sind? Ja gut, das wissen Sie auch nicht, wenn ich es Ihnen nur gesagt habe. Dadurch ist es ganz genau, aber die Bestätigung ist schon genug für mich, oder? Das kann ich Ihnen ja sagen, dass ich volljährig bin. Okay. Warten Sie kurz. Okay, das Handelskonto können Sie mit einer Visa, mit einer Mastercard aktivieren oder eine Überweisung. Wie möchten Sie das Konto aktivieren? Also, weiß ich nicht. Also, Sie wollten mir gerade noch helfen und jetzt geht es irgendwie nur noch um die Einzahlung. Und das Skript, was Sie da vorlesen, ist exakt genau das gleiche Skript, wie alle anderen Betrüger vorlesen. Okay, dann also müssen Sie sagen, dass Sie Betrüger sind, oder? So sieht's aus, ja. Also, zumindest vermitteln Sie... Okay, Herr Thaler, dann haben wir nichts mehr zu reden. Dann bitte machen Sie weiter. Ich weiß nicht, mit was Sie da machen, Herr Thaler, aber dass Sie unsere Zeit nicht verschwenden, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch, ja? Also kaum hört man Betrug, haut er ab, ne? Also anstatt sich mal zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, über was für einen Betrug Sie sprechen, Herr Thaler. Also Sie haben sich registriert und jetzt, was machen Sie jetzt? Ja, das, was Sie machen, ist bandenmäßiger Finanzbetrug. Da machen Sie sich mit strafbar, das wissen Sie schon, ne? Okay, natürlich, aber sagen Sie mir nur, wer ist hier der Betrüger? Ja, ihr, die ganze Firma. Sie selbst. Sagen Sie mir nur, wie haben Sie das so vorgestellt? Also, wie haben Sie ein Bild gemacht von den Betrügern? Ja, zum Beispiel erstmal von der Webseite. Dann, dass die ganzen Registrierungsnummern, die da schön hingemalt sind auf der Webseite, okay, dass die alle gelogen sind. Dann kommt noch dazu, dass das System genau das gleiche ist wie bei allen anderen Betrugswebseiten. Also es ist exakt das gleiche Content-Management-System dahinter. Und dann existiert auch keine Erlaubnis, mich anzurufen. Okay, und jetzt, wie müssen Sie jetzt weitermachen? Also vorhin haben Sie gesagt, ich helfe Ihnen nicht dabei. Und jetzt sagen Sie, dass Sie nicht angerufen werden sollten. Also ich verstehe Sie nicht, Herr Thaler. Ich habe ja dazu keine Erlaubnis erteilt gehabt, richtig. Okay, super. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch, Herr Thaler, und machen Sie weiter, ja? Ja, das wünsche ich Ihnen nicht und ich hoffe, dass Sie nicht damit weitermachen. Ich mache nicht weiter, okay? Auf Wiedersehen. Ja, ich grüße Sie. Am Apparat spricht die Schmied. Und Sie versuchen gerade bei der Liquidation Ihr Handelskonto zu aktivieren, korrekt, ja? Ja, die komische Webseite da, ja. Ja, also das heißt, Sie haben Interesse, Geo ist in der Richtung auf dem Business zu profitieren. Das ist richtig, ja? Ja, wenn Sie das so verstehen, dann ja. Also, okay. Wie weit sind Sie? Was sehen Sie gerade unsere Website, Herr Thaler, bitte? Gerade gar nichts. Gar nichts? Aber Sie haben doch bei uns angemeldet, oder? Ja, und? Und Sie, ich bin jetzt Account Manager, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Wo haben Sie Möglichkeit, auf dem Finanzmarkt erfolgreich zu profitieren und Geld zu verdienen, ja? Aha. Verstehen Sie? Nicht so richtig. Genau. Können Sie mir ein bisschen was über Ihre Firma erzählen? Ich sag mal, worum es geht. Es geht bei uns um ein vollautomatisiertes Programm. Das ist eine Möglichkeit für Sie, weil es wird für Sie automatisch mit verschiedenen Coinbase oder so profitieren und Sie werden automatisch natürlich Geld verdienen. Verstehen Sie?
Das heißt, wenn die Preis Bitcoin steigt hoch oder Aktien, sie werden automatisch natürlich auch sehr gut profitieren. Na, wenn sie zum Beispiel bei uns Geld verdienen, wir werden auch Geld verdienen, weil wir haben die gemeinsame Geschäftsinteresse, dass die Banken zufrieden bleiben. Ja? Aha, ja gut, wenn Sie das so verstehen, ja. Genau, in dieser Richtung, haben Sie schon mal Geld investiert oder gehandelt, Herr Thaler? Ja, also grundsätzlich habe ich schon mal investiert, ja, aber nicht bei solchen Plattformen. Aha, aber Hauptsache, dass Sie das schon gemacht haben. Wie haben Sie das gemacht, mit Aktien, Stocks oder so, was war das? Nee, schon mit CFDs. Ach so, und sind Sie zufrieden mit Ihrer Profite? Ja, nö, nee, eigentlich nicht. Aha, jetzt schauen Sie, Sie haben natürlich gehandelt, aber Sie haben kein automatisiertes Programm bis jetzt aktiviert. Aber wenn Sie das Programm heute bei uns aktivieren lassen, dann wird Ihnen unser hochqualifizierter Mentor und hilft Ihnen, das Programm zu installieren und weitere Schritte zu tätigen. Weil Sie, ein Mentor ist für Sie ein Experte. Verstehen Sie, ja? Ja, Sie haben gerade Ihre Rotze hochgezogen am Telefon. Das ist ja unfreundlich. Wie bitte? Ich sagte, Sie haben gerade am Telefon Ihre Rotze hochgezogen. Das ist unfreundlich. Ach so, Herr Thaler, ich möchte etwas sagen. Wo sind Sie gerade? Arbeiten Sie, oder? Nö, ich bin im Gästezimmer gerade. Ach, Gästezimmer, können Sie vielleicht andere Zimmer gehen, weil es ist sehr, also Geräusche von Ihrer Seite, verstehen Sie, ja? Ja, das kann passieren, wenn man Wäsche zusammenlegt, ja. Ja, können Sie vielleicht anders mal andere Zimmer gehen, weil es ist zu laut bei euch. Ich höre fast nichts so oft, verstehen, ja, so gut Ihnen. Ja, nee, gerade. Anderen Zimmern ist noch lauter. Echt? Mhm. Ach so. Ja, noch was? Ja, jetzt hören Sie mich besser, oder? Genauso wie vorher. Ja, nicht Mikrofon ausmachen, dann höre ich gar nichts mehr. Dann? Hallo. Hören Sie mich, Herr Mette? Ja, jetzt höre ich. Jetzt höre ich was. Irgendwie konnte ich Sie gar nicht hören. Ich grüße Sie. Maya, mein Name, von Dust Iron Roof ist Sie an. Und zwar, gerade eben haben Sie sich informiert auf unserem Plattform und registriert, es geht um Online-Investitionen, oder? Rufen Sie mich mal in 10 Minuten nochmal an. Nochmal in 10 Minuten anrufen? Mach mal. Bis gleich dann. Mhm. Mach mal. Tschüssi. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ja, hallo? Herr Thaler? Ja? Nina Hitler ist am Apparat. Nina Hitler? Aha, Nina Hitler. Okay, wir haben einen komischen Namen. Ja, und? Ja, was denn? Sie sind online auf unserer Plattform, deshalb rufe ich Sie. Ach so, auf welche Plattform denn? Also, Sie wissen diese Plattform. Nee, wie heißt sie denn? Ich habe mich gerade bei mehreren angemeldet. Auf welche Plattform sind Sie jetzt? Ich bin zum Beispiel auf BeneFX und auf AvaTrade habe ich jetzt hier auf. Mhm. Ja, und dann habe ich noch Block the Chain auf. Und von wem sind Sie jetzt? Also ich bin von BeneFX. Ach, von BeneFX, okay. Hm. Mhm. Sie haben auf unser also Live-Chat etwas geschrieben. Mhm. Mhm. Was meinen Sie damit? Womit? Wie bitte? Womit? Was meinen Sie denn jetzt genau? Ich habe da viel geschrieben. Ja, warum haben Sie diese Worte geschrieben? Welche Worte? Also, das ist diese schlechte Worte. Ja, ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Das müsste ja dann schon ein paar Stunden her sein jetzt. Okay, vielleicht wir können eine Geschichte machen. Mhm. Sie müssen erstmal Ihr Konto aktivieren. Ja.
Also, wie würden Sie Ihre Konto aktivieren? Mit Anydesk. Anydesk? Das ist nicht eine Zahlungsmethode. Ach so, sowas meinen Sie. Na, denn, so als Zahlungsmethode, dann würde ich da, Visa oder Mastercard. Ach so. Haben Sie auch die Dongswang-Karte im Angebot? Wie bitte? Ob Sie die Dongswang-Card auch im Angebot haben. Was ist das? Na, eine Kreditkarte. Nein. Die haben Sie nicht. Wir haben nur Master- oder Visa-Karte. Ach so, schade. Na gut, dann nehme ich die Visa-Karte. Visa-Karte? Okay. Wie würden Sie mit, wie viel würden Sie anfangen möchten? 50. Ach so, 50. Unser Mindestbetrag 50. Ja, unser Mindestbetrag ist 260 aber. Ach so, ich dachte, man kann auch mit 50. 250. Können wir da nicht mal eine Ausnahme machen? Wie bitte? Können wir da nicht mal eine Ausnahme machen? Nein. Warum nicht? Erstmal zum Gucken mit 50. Also meine Stimme macht Echo. Bitte öffnen Sie Ihre Lautsprecher. Also ausmachen Sie Ihre Lautsprecher. Nee, den muss ich anlassen, weil sonst höre ich Sie so schlecht. Also ich höre meine Stimme wieder. Ja, ja, das ist, weil ich Sie so schlecht höre, muss ich das hier so laut machen. Ja, sind Sie jetzt noch dran? Brauchen Sie jetzt die Kartennummer? Wie bitte? Ja, brauchen Sie jetzt die Kartennummer? Nein, ich habe keine Kartennummer. Oder nicht? Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit der Angelo? Ja, Angelo Merte. Ich grüße Sie, mein Name ist Sandra und ich rufe Sie an von Dax Iron, weil Sie haben Ihr Interesse gezeigt, Herr Angelo, damit Sie online Geld verdienen. Das heißt nicht Herr Angelo, das heißt Herr Merte. Bitte? Nicht Angelo, Merte. Ja, Merte, Angelo, so steht bei mir. Ja, der Nachname ist Merte. Okay, ich grüße Sie, Herr Merte. Ja. Dann. Merte. Mein Name ist Sandra, wie gesagt. Gut, und ich habe Sie gesehen, damit Sie registriert haben bei uns. Deshalb melden Sie an. Sie haben sich bei uns heute Abend registriert. Ja, genau. Stimmt, da habe ich gerade mich hier registriert. Hier steht, heiße Schnitten haben Bock auf heißen Sex. Bin ich da richtig? Ja. Okay. Richtig. Super. Sie sind klar richtig. Deshalb haben Sie angerufen. Ja. Ich bin zuständig für Sie, damit Ihnen weiterhelfen. Ja. Vermessen ist. Und gut. Und die Größe ist Ihre Körbchengröße so? Bitte schön? Die Körbchengröße? Was meinen Sie? Na, Ihre Körbchengröße. Ich habe Sie akustisch verstanden. Was meinen Sie? Ja, Ihre Körbchengröße meine ich. Wie groß Ihr Körbchen ist? Das verstehe ich nicht. Ich habe Sie gefragt, ob Sie Erfahrungen mit der Branche haben, Herr Metzle. Ach so. Ja. Wir sprechen jetzt über Ihr Handelskonto, nicht über mich. Ach so. Und ich habe Sie eine Frage gestellt. Ja, wie war die Frage? Gut, und können Sie, ob Sie Erfahrung in dieser Branche haben? Ja. Haben Sie doch Erfahrung? Ja, ja, da habe ich Erfahrung. Okay, das ist wunderbar. Und was dann haben Sie investiert? Haben Sie mit Aktien, mit Bitcoin gearbeitet? Mit was haben Sie gearbeitet? Ja, meistens bezahlt man ja da in Bar. Okay, und wie war Ihre Erfahrung? Haben Sie eine gute Erfahrung? Haben Sie Profite erhalten? Ja, ich sag mal, oral hätte besser sein können, aber ja, weiß ich nicht, was ich da jetzt für einen Profit rausgeschlagen haben soll. Okay. Der Doggy war ganz und gut. Kann ich wissen, wie lange haben Sie sich investiert oder wie lange haben Sie sich mit den Produkten gearbeitet?
Ja, mit den Produkten, wenn ich die mir so nehme, dann meistens kostet es ja 300 Euro oder so. Und so meistens kann ich dann ungefähr so eine Stunde mit dem Produkt spielen. Okay, ich meine, wie lange haben Sie gehandelt? Haben Sie ein, zwei Jahre, ein paar Monate, wie lange haben Sie gehandelt? Wie lange haben Sie investiert, meine ich? So, das mache ich schon seit 9 Jahren. Okay. Ja, ja, seit 9 Jahren gehe ich da immer wieder in den gleichen Club. Und jetzt wollte ich mal was Neues ausprobieren. Gut zu wissen. Perfekt. Und haben Sie gesagt, Profite haben Sie noch ein Plätzchen von dort? Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Profit ansehen kann, aber ja doch, vielleicht schon, ja. Okay. Gut, und kann ich jetzt noch, wie viel, erinnern Sie sich noch so ungefähr, wie viel Sie dort investiert haben? Na, meistens 300 Euro die Stunde. Okay, 300 Euro, gut. Ja, in einer Stunde so, ja. Okay, gut, wissen Sie, bei uns ist das minimale Betrag 250 Euro. Oh, das ist günstiger. 250, genau, nicht 300. Das ist günstig, ja. Ja. Und genau. Sind Sie denn auch vorher frisch gewaschen? Hallo? 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 Ich kann Sie leider nicht mehr verstehen akustisch. Ich könnte Ihnen nicht mehr hören. Ja, Sie waren auf einmal weg. Ich hatte gefragt, ob Sie da auch frisch gewaschen sind denn. Herr Metzler? Ja? Ich habe Ihnen gesagt, wir besprechen jetzt nicht über mich. Und bitte fragen Sie diese Frage nicht mehr, weil ich möchte Ihnen nur helfen und unterstützen. Ja, aber ich dachte, Sie kosten 250 Euro die Stunde. Ja, Ihre Investition, das zahlen Sie nicht bei mir. Ach so, muss ich dann Ihrem Chef geben und dann bekomme ich Sie. Herr Mettle, ja. Haben Sie Lust, damit Sie weitergehen mit dieses Konto oder machen Sie Spaß und wissen Sie nicht, mit wem Sie Spaß machen und haben Sie sich jetzt das Person gefunden? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Das hat irgendwie keinen Sinn ergeben, was Sie gesagt haben. Ja, Sie auch. Etwas, was Sie sagen, auch hat keinen Sinn. Verstehen Sie mich? Sie besprechen jetzt über eine Handelsgruppe, über eine Investition. Lassen Sie uns das sprechen, ja? Ja. Und lassen Sie uns konzentrieren an diese Sache. Nicht an mich, nicht an diese Fragen, weil Sie keine Sinn und keine... Ach, Sie sind gar nicht die Person, die ich dann bekomme. Sie bekommen Produkte und Aktien. Ja, ja, ich rede ja auch von den Produkten. Genau. Und oder wissen Sie nicht, wo Sie registriert haben? Doch, doch. Bekommt man denn da auch mal ein Bild oder so? Ja, bekommen Sie ein Bild mit den Grafiken. Weil das Problem ist ja, 250 Euro ist ja schon günstig, ne? Weil nicht, dass ich denn da irgendwie das Benutzte bekomme, was wo alle schon mit fertig sind, so. Herr Mettler, möchten Sie investieren? Ja, ja, also wie gesagt, für Sie würde ich auch ein bisschen mehr geben. Lassen Sie uns bitte konzentrieren an dieses Handelskonto, was Sie erstellt haben, ja? Ja. Und sagen Sie bitte das nicht mehr, okay? Was ich möchte gerne Ihnen unterstützen, ich mache meinen Job. Und ja, ja. Ich möchte nicht werden, was Sie wissen möchten. Also machen Sie doch Blowjob. Okay? Gut, lassen Sie mich bitte meinen Job zu machen, ja? Ja, ja, gerne, dann lehne ich mich zurück. Ich möchte gerne Ihnen eine E-Mail senden. Haben Sie Zugriff jetzt auf Ihre Posteingang? Oder was benutzen Sie? Schönen guten Tag, Herr Lümmelhütchen. Lümmelhütchen, ja. Ach so, schön, okay. Ich rufe Sie von Benefit. Aber Sie haben einen anderen Namen. Nee. Auf meinem System. Klaus Thaler? Der Rolf Steiner? Ja, Peter Patzmanner? Ja, ja. Warum haben Sie das gemacht? Weil ihr Betrüger seid. Wie bitte? Weil ihr Betrüger seid. Abzocker. Okay. Kriminelle. Okay. Ja, hallo? Schönen guten Tag, stimmt der Herr Klaus? Bitteschön. Mit wem spreche ich da? Spreche mit dem Weihnachtsmann. Ja, gib mir mal deinen Chef. Einen Moment, das werde ich gleich machen, ja? Der Chef möchte nicht
gerade also mit den Fächern, er möchte zuhören. Aha. Warum wird das nichts? Warum denn? Oder wieso denn? Ja, weil ich eine Information für deinen Chef habe. Können Sie mir die Information sagen und ich werde das weiterleiten? Nee, die ist vertraulich. Sehr vertraulich, oder? Ja. Okay, Herr Klaus, rufen Sie den Chef dann nicht auf die private Nummer an? Ja, dann geben Sie mir den mal weiter. Die Nummer oder den Chef? Ja, die Nummer oder den Chef, das ist mir egal. Schreiben Sie die Nummer auf. Moment, brauche ich schnell was zum Schreiben. Ja. So, dann sag mal. 49. 49. Dann kommt die 17. 17, hm? Richtig? 49, 17. Ja, so wird das nichts mit der Nummer. Dann gib mir mal deinen Chef ans Telefon. Ich hätte eine Information für deinen Chef, die der bestimmt gut finden würde, dass er sie rechtzeitig bekommt. Naja, so wird das halt nichts, ne? Bitte bestätigen Sie noch kurz den Auftrag und nennen Sie uns jetzt Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum. Fickt euch. Gibt keinen Auftrag. Seid ihr bescheuert? Schönen Tag, Herr Thaler. Ich bin Antonia Jutzler, personelle Kontoberaterin von Flip Capital. Sie hören sich an wie Gabi Winter. Wie bitte? Ich sage, Sie hören sich an wie Gabi Winter. Habe ich nicht verstanden. Gabi Winter. Gabi Winter? Was ja. Bedeutet Gabi Winter? Na, Ihr Name. Nein, ich bin Antonia. Und weiter? Jutzler. Ach so, okay. Und nun? Also gerade haben Sie die Anmeldung gemacht auf dem Flexkapital. Und sind Sie bei dem Flexkapital, ja? Ach, Flexkapital, ja. Was ist damit? Ja. Damit ist gar nichts. Das ist Sie selbst auf dem Flexkapital. Auf dem Flexkapital, und deswegen melde ich. Ja. Genau. Und dass Sie Ihr Handelskonto aktivieren möchten, deswegen rufe ich, ja? Deswegen rufen Sie. Was rufen Sie denn? Ciao. Spielen Sie mit ihm im Kindergarten, ja? Na, was wollen Sie denn von mir? Schönen guten Tag, Herr Klaus Heiler. Bin ich richtig wieder? Ja, das ist klar. Super, guten Tag. Alex Fox, mein Name. Melde mich vom Börsenmarkt wegen einer Anmeldung, das angegeben ist für Trading-Plattform. Aha, vom Börsenmarkt? Ja. Okay. Und von welchem Börsenmarkt? Von Ölprofit melde ich mich. Haben Sie sich angemeldet, bitte? Weiß ich nicht. Kann sein, irgendwann mal, ja. Und nun? Was ist jetzt der Grund Ihres Anrufs? Nur ein kleines Moment. Ich bin Ihr persönlicher Ansprechpartner, mein Herr. Wegen Ihrer Konto verifizieren lassen. Haben Sie Erfahrung in Online-Trading oder ist es immer noch Neuland für Ihnen? Ja, geht. Wie bitte? Ja, geht. Haben Sie mich auf Lautsprecher gestellt oder weil ich höre mich im Hintergrund? Weil sonst höre ich Sie so schlecht. Also Sie hören mich ganz schlecht? Ja. Ich rufe Sie nochmal an, weil ich höre Sie auch ganz schlecht. Nö, na, wenn ich jetzt laut habe, dann geht's ja. Ich höre Sie ganz schlecht, weil ich höre mich auch im Hintergrund, deswegen stört mich das. Ach so, ja. Naja, dann. Ja. Ich rufe nochmal durch. Ja, erinnert sich ja deswegen nichts an der Leitung. Ja? Hallo? Guten Tag, hallo, Frau Neumann ist am Apparat. Ich melde mich von IQ Toro, der Online-Trading-Plattform. Ich spreche mit Herrn Louis Thaler. Ja. Schön, Sie persönlich zu erreichen. Herr Thaler, Sie haben sich gerade eben bei uns registriert. Ich wollte Sie persönlich herzlich willkommen heißen und auch nachfragen, ob Sie alles verstanden haben. Ja, das ist eine komische Seite. Da ist ja hier gleich mit Einzahlen und so. Da kommt man ja gar nicht weiter. Geben Sie mir mal kurz eine Sekunde. Haben Sie nichts Besseres zu tun, Herr Thaler? Wieso?
Ja, weil die haben irgendwie viel Zeit und haben die Möglichkeit, sich überall zu registrieren mit irgendwelchen E-Mails und irgendwelchen Telefonnummern. Sie haben Besseres zu tun, als uns mit Leuten wie Sie zu befassen. Also einen schönen Tag Ihnen. Naja, dann hören wir uns bestimmt bald nochmal. Tschüss. Bis bald. Wunderschönen guten Tag. Hallo, wie geht's Ihnen? Das heißt Herr Merte. Das ist Roger Hansen von SAP. Ich habe hier ein, Sie möchten wahrscheinlich ein Kryptokonto oder was Ähnliches eröffnen, oder? Ja, sowas Ähnliches, Pass mal auf, wir suchen das Verkaufen. Wir machen das hier ganz ruhig. Wir brauchen erstmal Ihr eigenes persönliches Empfehlungswert Coinbase-Konto. Das ist am größten in den Vereinigten Staaten. Es gibt auch Binance, aber wir empfehlen Coinbase. Das heißt, Sie öffnen Ihr eigenes private Coinbase-Konto. Das können Sie dann mit Ihrem Bankkonto koordinieren. Das ist ja normalen Bank- und Kryptokonto. Also ein Coinbase-Konto ist beziehungsweise eine E-Wallet. Wenn Sie das geöffnet haben, können wir, falls Sie möchten, auch mit diesem Konto Handel machen. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, ein Handelskonto haben. Wir können dann in Kryptowährungen handeln, wir können auch in Aktien handeln, aber meistens zum Beispiel in Bitcoin, Ethereum oder verschiedene Kryptowährungen. Da können wir einen Handelsplan machen, Handelsplan durchführen und unserem Handelsplan folgen und unserem Gewinnziel erreichen. Das ist ja die ganze Idee damit. So, ich könnte Ihnen jetzt ein E-Mail schicken mit den Zugangsdaten für ein Coinbase-Konto. Das öffnet Sie, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Können Sie für Privatkonzeption machen, können einen Tesla kaufen, falls Sie möchten. Das ist Ihr eigenes Coinbase-Konto. Nächsten Schritt, wir aktivieren Ihr Handelskonto laut Ihrer Entscheidung. Ich kann Vorschläge machen, was passiert. Zum Beispiel, investieren Sie, das ist nur eine Erklärung jetzt, fangen Sie zum Beispiel mit 2.000 Euro in Bitcoin ein, für Handeln, dann haben Sie zur Verfügung Hebel, achtmal das Geld, das ist ungefähr 16.000, wir handeln mit 18.000 Euro, Gewinnziel ungefähr 12-15%, das ist realistisch. Wir können also ungefähr von 2.000 Investitionen eine Balance von 4.000-4.500 erreichen. Ungefähr sowas, wegen Hebel. So verdienen wir unser Geld. Wie verdienen wir unser Geld? Damit wir Hebel zur Verfügung stellen. Klingt das vernünftig so weit, Angelo? Klingt nach genauso ein Scheiß wie von all den anderen Betrügern. Okay. Aber das habe ich dir ja nur schon mehrmals gesagt, ja, unter verschiedenen Namen, du Scheißbetrüger, Abzocker. Das hat mit uns nicht Abzocker, tun. Natürlich hat Abzocker was mit dir zu tun, weil du rufst hier ständig an. Haben Sie wahrscheinlich Ihren, da haben wir eine neue, Entschuldigung, haben Sie immer einen neuen Namen? Natürlich, Angelo Merte ist mein aktueller neuer Name. Und du rufst hier jedes Mal auf einer Betrüger-Hotline-Leitung an. Warum gehen Sie dann rein und erklären das hier? Na, damit ich dich auf YouTube stellen kann und alle zuhören können, was du für eine Scheiße laberst. Alles klar, vielen Dank, denn ciao, ciao. Bitteschön, Betrüger. Ja. Schön, Sie zu erreichen. Doch, ist am Apparat. Wie geht es Ihnen? Schon lange nicht gesprochen. Ja, ganz gut soweit. Und selbst? Gut. Was haben Sie gesagt, ein Tag, Herr Steiner? Sie haben selber eine Anmeldung gemacht bei 24 Spanz und jetzt sagen Sie, verarschen Sie nicht die Leute, lügen Sie nicht die Leute und so weiter. Genau. Wer hat sich verarscht oder betrügt? Mich keiner, aber ich schütze die anderen Leute dafür darüber. Welche also, Leute? Nur alle anderen. Alle. Ja, welche Leute? Wer hat das gesagt? Mir gesagt hat das keiner. Ich sag das auf YouTube. haben Sie vielleicht über iPhone die Informationen, die Werbungen gelesen, die schlechten Bewerbungen? Und ja, das ist ja alles Betrug da bei euch, ja. Ja, jetzt habe ich ein iPhone und schlechte Bewerbungen hat viele iPhone, ne? Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ihr seid ja regelrechte Betrüger. Ihr werdet von der BaFin mittlerweile gesucht. Haben Sie richtig gesucht? Nee, die BaFin sucht euch, die Kriminalpolizei. BaFin sucht uns? Ja.
Ihr seid ein illegales Unternehmen, ein illegales Callcenter. Ihr seid Betrüger und echt, damit wertloser als der Rest. Echt, ich lache. Ihr merke ich nicht. Aber warte mal ab, es dauert nicht lange, dann stürmen sie bei euch den Scheißladen. Ja, jetzt lachst du noch. Aber du weißt, dass du nach deutschem Recht, du weißt, dass du dich nach deutschem Recht selbst damit strafbar machst, ne? Du kannst ja nicht mal richtig Deutsch. Nein, ich höre keinen Betrügern zu. Du sitzt selbst mit einem Bein im Knast. Ja, Herr Steiner, ich lache mit diesem Blablabla, was Sie gelesen haben oder mit diesen Bewerbungen. Ja, weißt du, wie egal mir das ist, ob du das glaubst. Alle Menschen auf YouTube glauben das. Für mich ist es egal, für diese Bewerbungen, was Sie geschaut haben, weil es gibt auch auf Mercedes oder auf Apple schlechte Bewerbungen. Richtig, aber über euch gibt es betrügerische Werbung und die findest du bei Apple nicht. Bei Apple, wenn du bei Apple Geld überweist, bekommst du ein Gerät. Wenn man bei euch Geld überweist, bekommt man ein Demokonto. Wieso, können Sie auch uns gerne ein Demokonto haben? Ja, was anderes gibt's ja bei euch nicht. Ich hab Ihnen gesagt. Ihr seid Betrüger. Okay, Herr Steiner, bitte träumen Sie nicht mehr, okay? Vielleicht gibst du mir mal deinen Chef. Soll ich meinen Chef sagen? Richtig. Echt? Jo. Mein Chef hat keine Zeit mit Ihnen. Das ist mir egal, ob der Zeit hat. Aber ich denke mal, der wird sicherlich daran interessiert sein, dass die Kriminalpolizei mittlerweile. Hallo, schönen guten Tag. Mhm. Ja. Ja, was denn? Hallo, einen schönen guten Tag. Mhm. Mein Name ist Katrin und ich rufe Sie an von der Investitionsplattform. Katrin und weiter? Ja, Sie haben bei uns hier... Nee, ich habe eine Frage gestellt. Katrin und weiter? Mein Name ist Katrin Müller. Katrin Müller. Aha, und wem möchten Sie sprechen? Genau. Mit Herr Angelo Merte. Ja, aber Katrin Müller ist definitiv nicht Ihr echter Name. Sie sind eine Ausländerin, da kann kein Katrin Müller zustande kommen. Ich habe Sie nicht angerufen, um meinen Namen zu sprechen. Sie haben mich angerufen, warten Sie, Sie wollen mir 250 € abknöpfen, Sie sind eine Betrügerin und Sie bescheißen die Leute am Telefon. Und dann wollen Sie, dass ich irgendein Krypto-Wallet auflade und da mein Geld ins Nichts schmeiße. Und Sie erzählen mir dann eine schöne, gelogene Geschichte ringsrum mit Ihrem gelogenen Namen. Und so läuft's ja immer ab. Okay, warum haben Sie dieses Konto erstellt dann? Naja, damit du mich anrufst und ich dir das sagen kann, du gelogene Katrin. Dein Name ist doch nicht echt, das ist doch albern da. Das ist doch Kindergarten, was ihr da macht. Ich sagte, das ist albern, was du da machst. Das ist lächerlich. Dein Job ist lächerlich. Nein, dein Job ist lächerlich. Und wenn du den Job gerne machst, dann bist du ein widerliches Stück Scheiße. Aber ein richtig widerliches Stück Scheiße. Okay, was sind Sie dann, was ich so spreche? Ja, du bist auf jeden Fall minderwertiger Abschaum. Meine liebe Herr, Sie haben Ihre Interesse gezeigt. Nein, ich habe mein Interesse nicht gezeigt. Ich habe dir gerade jetzt mein Interesse gezeigt, woran ich Interesse habe. Du Abschaum, widerliches Stück Dreck. Niederes Wesen, Abschaum, minderwertig, gelogenes Stück Scheiße. Du bist einfach nur ein gelogenes Stück Scheiße. Du bist eine Fotze, die ganze Zeit... Hallo. Ich höre nichts. Hallo? Ja? Ja, was denn du? Hast du schon Hallo gesagt? Was denn jetzt? Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hm? Spreche ich mit Herrn Steiner, ja? Ja. Ja? Hallo, schönen guten Tag. Melanie Stein ist mein Name und ich bin mich von Player Promotion Deutschland aus Hamburg. Spricht mit Herrn Gerold Steiner? Ja, ist dran, ja. Sehr schön, dass Sie persönlich erreichen. Sie hatten sich online für eine kostenlose Verlosung beteiligt gehabt. Können Sie sich noch dran erinnern? Nee, um was ging's da? Für Wohnmobilgewinnspiele haben Sie sich registriert. Mhm, okay. Also ich höre meine Stimme wieder zurück. Da haben Sie Ihr Lautsprecher auf. Mhm. Weil ich kann Sie nämlich nicht so richtig verstehen oder ich höre meine Stimme zurück. Ja. Könnten Sie vielleicht auch ausmachen, wenn ich Sie bitten würde? Nee, dann kann ich Sie nicht mehr hören.
Warum, wenn Sie das an dem Ohr halten, dann kann ich es nicht verhören. Nee, dann höre ich Sie leider nicht richtig. Also, tut mir leid, so kann ich auch nicht reden, weil ich höre mich zweimal, ja? Ja. Also, so kann ich nicht reden, es tut mir leid, Herr Steiner. Hallo. Ja, dann geht's nicht. Bitte? Ich sage, dann geht's nicht. Genau, okay. Alles klar, dann werde ich das mal so weiterleiten, ja? Ich höre Sie, oder ich kann mit Ihnen nicht reden, ich höre mich nur selber, ne? Ja, und okay. Was jetzt mit dem Gewinnspiel? Was war da? Ja, Herr Steiner, wenn Sie Ihren Lautsprecher ausmachen können, dann könnte ich Sie dann halt aufklären. Aber so kann ich mit Ihnen nicht reden, weil ich höre mich selber. Ja, aber das würde ja dann nichts nützen, wenn ich den Lautsprecher ausmache und Sie nicht mehr höre. Aber wenn Sie das Telefon am Ohr halten, dann hören Sie mich doch. Nee, dann höre ich das leider nicht. Warum? Na, weil ich nicht so gut höre. Okay. Wir machen das dann am besten so, Herr Steiner. Ich werde das dann halt alles schriftlich zu Ihnen schicken, damit Sie sich das erstmal durchlesen können, ne? Was denn? Über Ihren Gewinn meine ich. Ach so, ja. Ja? Okay, alles klar. Schönen Tag noch, Herr Steiner. Mhm. Tschüss. Hallo. Schönen Tag, Herr Steiner. Ja. So, ich bin Lea. Alles gut bei Ihnen heute? Was sind Sie? Mega? Lea. Ach, Lea. Von der Firma Ace Investing. Ja. Okay, das geht über eine Anmeldung, die Sie gemacht haben, über eine Investition. Erinnern Sie sich? Nee. Nochmal? Nee. Okay. Das ist ein Trading-Account, das Sie eröffnet haben bei Online-Investitionen. Und wann? Ich werde Ihnen helfen. Das kann ich nicht sehen. Ich habe hier nur die Daten von Sie. Ja, nur wenn Sie da die Daten haben, dann sehen Sie doch bestimmt auch, wann das... Nein. Das müssen Sie selber wissen, was Sie das gemacht haben. So, Sie können das selber bei Google gehen und zu schauen, die Konto, das Sie haben, eröffnet bei Online-Investitionen. Aha. Haben Sie einen Computer dabei? Was ist denn das überhaupt für eine Firma? Nochmal? Was ist denn das überhaupt für eine Firma? Haben Sie einen Computer dabei? Sie können selber schauen. Ja, sagen Sie es doch. Ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Okay, schreiben Sie A wie Anton. Ich habe gefragt, was das für eine Firma ist. Achso, das ist eine Trading-Plattform. Sie hilft Ihnen, um eine Konto aktiver zu machen und weiter Profite zu machen mit einem Expert-Broker. Aha, was hat man davon? Nochmal? Und was hat man davon? Also, Sie werden erst einmal eine Konto aktive machen, weil das ist Passiv-Status. Und danach, Sie werden mit einem Broker handeln. Okay? Aha. So, der Broker wird Ihnen unterstützen, der macht einen Plan für Sie und Sie werden jeden Moment schauen, wie viele Profite Sie erreicht haben. Was denn für Profite? Verstehen Sie mich? Nee. Okay. Können Sie jetzt bei Google gehen? Gleich, ja. Mhm. Ja? Ja, was denn? Also, sind Sie jetzt bei Google? Nee, aktuell bin ich jetzt noch auf Toilette. Hm. Ach so. Warum höre ich meine Stimmung? Zweimal. Was für Stimmung? Meine Stimmung. Also, ich höre zweimal meine Stimmung. Haben Sie Lautsprecher gemacht? Ja, ja. Machen Sie YouTube? Ja. Ja, super. Und Sie? Ich mache keine YouTube. Und wie heißen Sie auf YouTube? Ach, das ist doch egal.
Ja, erzählen Sie mir, wie heißen Sie auf YouTube? Machen Sie Videos? Kakerlakenvernichter. Machen Sie Videos? Ja, ja. Ich mach so. Okay, und was erzählen Sie dort? Na, ich zeige, wie ich so Kakerlaken vernichte. Nochmal? Ich zeige, wie ich Kakerlaken vernichte. Denken Sie, dass Sie werden Spaß mit mir machen? Denken Sie, dass ich bin dumm? Nee, habe ich aber auch nicht gesagt. Ja, so. Sie denken, dass Sie werden mit mir also Spaß machen, um zu sagen, dass Sie haben ein Konto und so weiter Informationen über uns zu nehmen. Guck mal, das ist kein Spaß, das Sie machen, okay? Hä? Was denn für Spaß? Ich dachte, Sie rufen jetzt wegen irgendwas anderes an. Ich rufe Sie an, weil hier steht ein Konto mit dieser Nummer. Okay? Ja. Ja. Und weiter? Jetzt schon Tag noch. Wie bitte? Tschüss. Warum? Hallo, schönen guten Tag. Ja. Fick dich. Ja, YouTuber, guten Tag. Wie bitte? Ja, guten Tag. Ja. So, alles gut? Ja, und bei Ihnen? Ja, bei mir auch gut. So. Ich habe Ihnen angerufen, ich bin von Arzt. Von einem Arzt? Arzt, ja. Von einem Arzt, okay. Ja, Sie haben gestern einen Termin von bei uns vereinbart. Terminarzt. Was für ein Arzt? Terminarzt. Verstehe ich nicht. Terminarzt. Sie brauchen einen Arzt. Nein, nein, Sie haben gestern bei uns einen Terminarzt gelassen. Zahnarzt. Beim Zahnarzt? Ja. Ach so, da habe ich einen Termin. Bei Psychiater, also Entschuldigung, bei Psychiater, nicht bei Zahnarzt. Psychiater. Ach so. Ja, ja, das ja. Ist ganz gut, so, ja. Hm? Ich wollte Sie fragen, warum sind Sie gestern nicht bei uns gekommen? Wieso? Ich bin doch gestern gekommen. Ich bin halt Psychiater. Nur nicht bei Ihnen gekommen. Nein, bei Psychiater. Was? Hm. Haben Sie Ihr Mikrofon gerade in den Mund genommen? Ja, Steiner, ja, Steiner. Ja. Schönen Tag noch, tschüss. Aha, tschüss. Hallo, schönen guten Tag. Mhm. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Maximilian? Mhm. Sophia am Apparat und ich rufe von Ihrem Handelskonto. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut erstmal? Was ist ein Handelskonto? So, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Investitionen und Sie haben ein Handelskonto eröffnet. Ja. Wo denn? Wissen Sie schon, ja? Wo denn? Aber dieses Konto, das Sie eröffnet haben, ist für den Moment noch nicht aktiviert. So, erstmal frage ich Ihnen, haben Sie Informationen, wissen Sie, um was geht, wie das funktioniert? Nö. So, hören Sie mich? Ja. Okay, dann. Haben Sie dabei einen Computer mit Ihnen und wir können weitermachen? Mhm. So, können Sie Ihren Computer nehmen? Mhm. Okay, Herr, was machst du? Das sind okay. Sie, erstmal. Ja, hören Sie mich oder nein? Bitte geben Sie eine Antwort. Ja, was denn? So, sind Sie Herr Maximilian, ja oder nein? Ja, wie ist denn der Nachname? Wen möchten Sie denn sprechen? Okay, haben Sie mich verstanden bis zu Anfang, was ich Ihnen gesagt habe? Haben Sie mich denn verstanden, was ich gesagt habe? Sie haben gesagt, ja, und können Sie Ihre Computer nehmen? Ich habe gefragt, wen möchten Sie sprechen? So, Herr, ich möchte mit Herrn Maximilian sprechen. Einen Herrn Maximilian gibt es hier nicht.
Okay, dann sagen Sie, mit wem spreche ich am Gespräch? Wie das ist geht Name? Sie überhaupt nichts an. Wen möchten Sie sprechen? Weil Herr Maximilian, das ist ein Vorname. Wen möchten Sie denn sprechen? Vielen Dank für Ihre... Kennen Sie nicht Herrn Maximilian, ja? Es gibt keinen Herr Maximilian. Maximilian ist ein Vorname, aber okay, dazu reicht scheinbar deine Intelligenz nicht. Betrüger, 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 Betrüger. Guten Tag. Gerold Stein, oder? Hm. Freut mich ja. Mein Name ist Moritz Kuhlmann, Konterverwalter von East Investing. Und zwar, ja, Grund, warum ich Sie jetzt gerade mal anrufe. Es geht über eine Handelskonto, mein Herr, das Sie schon bei uns eröffnet haben. Erinnern Sie sich? Nee, wie heißt die Seite? Nochmal bitte? Ich sagte nein, wie heißt die Seite? Ace Investing, die Hauptplattform. Mhm. Genau. Eine Hauptplattform. Nochmal? Eine Hauptplattform. Genau, die Hauptplattform. Was ist denn das? Was das ist? Hm? Wie wird das, was das ist? Das ist die Hauptplattform, wo Sie ganz genau eine Handelskonto haben, mein Herr. Ja, aber wieso Hauptplattform? Und? Gibt doch noch andere. Nö. So. Es gibt unsere Filialen, aber wir sind die Hauptplattform sonst. Mhm. Aber es gibt doch andere Firmen auch noch. Nochmal bitte? Ich sagte, es gibt doch auch andere Firmen als Sie. Ja, das kenne ich auch, auf jeden Fall. Es gab auch andere Firmen, aber die Hauptplattform sind wir. Aber warum sind Sie die Hauptplattform? Ach, och, Sie wollen einfach jetzt gerade mal sprechen oder was jetzt gerade? Na, Sie rufen mich an, also wollen Sie ja scheinbar sprechen. Ja, und ich frage nur, was Sie... Auf jeden Fall, ich habe Sie gesagt, dass worum es ganz genau geht und Sie wollen einfach etwas anderes mal besprechen, also bitte. Wo ist denn jetzt das Problem? Ich habe auf jeden Fall auch mal keine Zeit, ich habe auf jeden Fall auch mal andere Kunden, also bitte. Na, dann rufen Sie doch die anderen Kunden an. Es ist nur eine kurze Frage, wollen Sie einfach mit Ihrem Konto weitermachen oder nicht? Das... Ja, wenn ich jetzt erstmal verstanden habe, was Sie genau von mir wollen, dann weiß ich ja, was Sie von mir wollen. Ich habe gesagt, ich bin Ihre personalische Kontoverwalter und ich werde Ihnen dabei helfen, damit Sie diesen Konto, das Sie schon bei uns haben, um das zu aktivieren und auf jeden Fall, damit Sie da weiter mit Ihrem Konto machen können, mein Herr. Also das ist ganz leicht. Ja, aber ich habe das mit der Hauptplattform noch nicht verstanden. Nochmal bitte? Ich sagte, ich habe das mit der Hauptplattform noch nicht verstanden. Es gibt nichts zu verstehen. Aha. Also muss ich das nicht verstehen, was Sie mir am Telefon sagen? Was ich ganz genau meine, haben Sie schon verstanden, oder? Nee, eigentlich nicht. Auf jeden Fall nicht. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, ich dir nicht. Warum nicht? Ja, weil ich weiß nicht, was so ein Anruf soll. Ich meine, Sie rufen mich hier an mit Musik im Hintergrund, erzählen mir irgendeinen Kram, den kein Mensch versteht. Klingt nach Betrüger. Ist das... Die Musik ist das ein Problem für Sie, oder was? Es ist schon ein Problem für mich, wenn mich Betrüger anrufen, ja. Nochmal bitte? Ich sagte, es ist schon ein Problem für mich, wenn mich hier Betrüger anrufen, ja. Ach so, wirklich meinen Sie das, oder was? Was? Meinen Sie das wirklich? Na, ich meine das so, wie ich das gesagt habe, ja. Einen schönen Tag noch. Ja, wie gesagt, ich wünsche es Ihnen nicht. Okay, ist mir scheißegal. Merk ich. Hallo? Hallo? Man kann Sie nicht hören. Guten Tag, Herr Mette. Ja? Tut mir leid, Alexa, Apparat. Ja. Herr Mette, ich rufe Ihnen von DAX Girona. Sie haben sich um Handelskonto angemeldet bei uns am 1. diesen Monat. Aha, wie heißt die Firma? DAX Iron. Aha, buchstabieren wir mal, dann suche ich hier gleich mal. DAX wie der deutsche Index, DAX, Iron wie der Metal. Sie haben sich vor 3 Tagen gemeldet, so ich glaube, Sie wissen das schon. Ja, und dann weiter, DAX, Iron und dann? DAX, Iron, die gleichen Leute, die ihn angerufen haben, sie haben einmal gesagt, sie sind nicht interessiert. Ja, DAX, Iron und weiter? Ja, Sie haben gesagt, dass Sie sind Betrug sogar. Können Sie sich vorstellen? Ja, wie kann ich denn die Seite aufmachen? Angelomerte. Ja, woher wissen Sie das? Wir sind Betrug. Können Sie jetzt eigentlich auch mal auf eine Frage antworten? Geht es? Warum soll ich auf viele Fragen antworten? Ja, dann könnte man das mit dem Betrug ja vielleicht mal widerlegen, aber es scheint ja kein Interesse dabei zu sein. Wer sind Sie? Ja, DAX, Iron und dann weiter?
Dachsirum.com. Ach, .com. Hm. So, dann gucke ich mir mal die Seite A her, genau. Das war hier so eine Betrugsseite, ja genau. Genau, die Betrugsseite, da steht auf ihrem Kopf. Ist hier zu sehen, dass das eine betrügerische Seite ist, ja. Sind ja genug Einträge dafür im Internet vorhanden. Sie sind Spezialist an diese Sachen, ich glaube. Sie sind ja nirgendwo registriert. Können Sie jetzt legen da, auflegen. Ja. Alles Gute. Aha. Labimel? Labimel, ja. Grüß Gott, mein Name ist Larry Thomas. Wie ich gerade in meinem System gesagt habe, Sie haben bei uns Registration gemacht für Bitcoin-Werbung. Stimmt das? Ja, das stimmt schon. Aber könnten Sie da nochmal in 2-3 Stunden anrufen? Ich habe gerade Weihnachtsgeschenke bekommen. Gar kein Thema. Können Sie mir einfach bestimmtes Zeitraum sagen? Nein, 2-3 Labimel-Stunden. Also gerade haben wir 11 Uhr, gegen 14 Uhr passt bei Ihnen? Ja, probieren wir da. Okay, danke schön, dann bis dann. Ja, tüdelü. Tüdelü. Hallo. Ja? Schönen guten Tag, Jürgen. Ja. Sehr freut mich, Sie erreichen. Ja. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut, aber rufen Sie mal noch mal so in 2-3 Stunden an. Wieso? Na, ich habe gerade eine Twinkly-Lichterkette geschenkt gekriegt. Wissen Sie, ich habe nicht so viel Zeit, um Sie später anzurufen. Ach so, naja, gut, dann nicht. Dann lassen wir's. Sie wissen nicht mal, wieso rufe ich Sie an, Jürgen? Ja, ist doch aber egal, ich habe gerade eine Twinkly-Lichterkette geschenkt bekommen. Was? Eine Twinkly-Lichterkette, die teuerste Lichterkette der Welt, habe ich gerade geschenkt bekommen. Und? Ja, die ist cool. Ihr müsst dann musst du mal auf Google eigentlich, also ja, meinetwegen auf Google oder YouTube mal Twinkly-Lichterkette eingeben. Mhm. Mhm, das kann man jede LED einzeln ansteuern am Weihnachtsbaum, ist voll geil. Okay. Mhm. Jürgen, Sie haben sich interessiert für Ihr eigenes Geschäft im Internet, erinnern Sie sich daran überhaupt oder nicht? Ja, schon, aber da habe ich jetzt gerade keine Zeit. Wir müssen den Weihnachtsbaum gleich schmücken. Sind Sie komisch oder was? Nee. Wir sprechen über Business, Sie sagen mir, was ist über Weihnachten? Ja, naja, weil ich gerade eine Twinkly-Lichterkette geschenkt bekommen habe. Auf Wiedersehen. Jo, bis später. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mhm. Spreche ich gerade mit Herrn Stein? Ja. Hallo. Ja. Guten Tag, mein Name ist Edward. Edward. Ja, Herr Mertetet, ich melde mich vom Bitcoin Code. Aha. Wen wollen Sie sprechen? Mit Edward. Spreche ich mit der Angelo Merdete? Angelo Merte, ja. Okay. Herr Merdete, ich habe bei Ihnen gemeldet, weil Sie bei uns hat ein Handelskonto registriert. Ja. Kann sein. Aber wenn Sie da Musik im Hintergrund haben, sprechen wir nicht. Noch einmal bitte. Ich sagte, wenn Sie da Musik im Hintergrund haben, sprechen wir nicht. Aber ich bin in einem Callcenter, ich muss das Musik im Hintergrund haben, weil wir sind mehrere... Ihr seid Betrüger, nur Betrüger haben Musik im Hintergrund. Nein. Doch. Diskutiere nicht, du bist Betrüger. Betrüger und Abzocker. Versuchen Sie, mehr Menschen in einem Zimmer arbeiten... Und dann ist ja Blödsinn. Ist absoluter Blödsinn. Glaubst du den Scheiß eigentlich selbst, den er erzählt? Das bedeutet, sie sind nur in einer Zimmer gewohnt, die ganze Leben. Nee. Sie hat in einem Zimmer gelebt. Ja. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Ja, ist ihre Sache, wie sie sind. Mhm. Ich habe das nicht gefragt. Ich habe ihnen gesagt, nur. Ja, aber ich bin der Kunde und ich stelle hier die Regeln auf. Also Musik ausschalten. Nein. Na dann, einen schönen Tag noch, Arschloch. Ja, Arschloch sind Sie und... Ihre Familie, wenn ich das nicht spreche, das ist Ihre Entscheidung. Tschüss. Hallo, guten Tag, dieser Bäcker ist mein Name, Gerold Steinhardt, ich gerne gesprochen. Mhm, ist am Apparat. Ja, grüße Sie, Herr Steiner. Ich rufe Sie an, weil Sie hatten auf unserer Webseite Mediamarkt Aldi gehabt.
Und durch Ihre Teilnahme hat es auch geklappt. Der Eintrag läuft auf Ihren Namen. Sie gehören zu den 20 Gewinnern dazu und haben einen Gewinn von 750 Euro. Oh, toll. Ja, den werden Sie postalisch auch zugeschickt bekommen an Ihre Adresse. Sie kommen aus Berlin, Braunschweiger Straße 77, habe ich hier stehen. Mhm. Wann sind Sie denn geboren? Wann ich geboren bin? Ja. Na, am 17.07. Mhm, und Baujahr? Im Jahrgang? 92. Super. So, wir haben hier eine Hauptziehung, ja, und eine Finalziehung. Die findet heute genau in 12 Wochen statt. Und haben 5 weitere Hauptpreise, die Sie natürlich gewinnen können. Mhm. Denn der erste Hauptpreis ist die 40.000 Euro in bar. Der zweite Hauptpreis 25.000. Der dritte 10, der vierte 8. Und der fünfte Hauptpreis 4.000 Euro in bar. Mhm. Also nochmal, wenn Sie das Glück haben, können Sie mehr gewinnen. Wenn nicht, dann backt es für den Gutschein so einfach, ja? Mhm. Super. So, als Gewinner dürfen Sie natürlich jetzt hier auch einen Sponsor aufbuchen. Diese begleitet für die 13 Monate, da das Ganze finanziert wird von einem deutschen Verlagshause bundesweit. Die werden es aber auch frei Haus geliefert bekommen. Das heißt, keine Unterschriften, die sie leisten oder auch keine Versandkosten, die sie zahlen, weil die übernehmen wir dann auch, ja? Mhm. Und da habe ich Auto, Sport, Lifestyle, Frauenmagazine oder eine ganz einfache TV habe ich. Ich würde den Playboy nehmen. Tag. Mhm. Ist mich Herr Steiner? Ja, ist dran. Herr Steiner, ich melde mich von Online-Handelsplattform. Sie haben bei uns Interesse gezeigt auf den Finanzhandel. Ach ja, auf welcher Plattform denn? LPL Finances. Aha. Okay. Sollen Sie das sagen? LPL Finances. Haben Sie Internetzugang? Ich habe Internetzugang, ja, sowas besitze ich. Und Sie? Bitte? Und Sie? Hallo, guten Tag, hier ist Steiner. Jeff Hoffmann ist am Apparat von LPL Financial. Ich melde mich wegen Dezember Online-Handel mit vollautomatischem Robotsystem und mit persönlichen Experten. Als Kundenberater werde ich alles erklären, Herr Steiner, wie läuft die Prozesse, was Benefits Sie bekommen und einfach, wie kann man schaffen, die Aktivierungsprozess, ja? Okay, darf ich zuerst fragen, haben Sie schon Erfahrung mit Handel? Die Frage beantworte ich nicht. Haben Sie Erfahrung mit Handel? Also, haben Sie schon gehandelt oder wäre es erstmal? Ich wüsste nicht, was Sie das jetzt angeht. Um was angeht? Ja. Also wegen Thema Online-Handel. Online-Trading meine ich. Ja. Ich höre meine Stimme auch. Sie haben sie Lautsprecher, oder? Ja, ich putze gerade. So, wegen Online-Handel haben Sie verstanden, oder? Ja. Mit Robotersystem zu handeln, der handelt automatisch. Ja. Und ich bin ein Kontoberater von Unternehmen LPL Financial. Und werde alles erklären, ja? Schritt okay. Zu Schritt. Na dann. Okay. Und ja, bitte sagen Sie, haben Sie schon gehandelt? Das war meine erste Frage, also. Erfahrung. Ja, die Frage habe ich Ihnen ja beantwortet. Haben Sie nicht, oder? Ja, ich habe Ihnen die Frage beantwortet. Okay, lassen Sie mich noch einmal bitte fragen. Ja, dann fragen Sie nochmal. Herr Steiner. Ja? Frage war, haben Sie schon Erfahrung mit Handel oder nicht? Ja, und die Antwort war, was geht Sie das an? Was gibt es an? Ja. Was meinen Sie? Na, so wie ich es gesagt habe. Es gibt, ich verstehe Ihnen schlecht, bitte, schalten Sie aus, bitte, der Lautsprecher. Nein. Weil ich höre meine Stimme und es hört uns zu reden miteinander. Ja. Wie können wir denn reden? Was? Sie verstehen auch nicht. Sehen Sie, können Sie bitte einfach ausschalten, die Lautsprecher? Oder was haben Sie da, ein Soundsystem? Hm. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Ich will einfach geben Ihnen Details und alles erklären, aber das stört unsere Konversation.
Ach so, dann kann ich ja nichts dafür. Ist ja nicht mein Problem, dass das stört. Es ist einfach unhöflich, wenn man ihnen ruft an und sie machen solche Sachen, Herr Steiner. Sind Sie ein kleines Kind oder was passiert? Weiß ich nicht, sind Sie ein kleines Kind? Nee, ich bin eine seriöse, erwachsene Person, der macht Business, ja? Wenn Sie haben kein Wunsch dafür, ich habe gar keine Zeit für solche potenzielle Kunden. Okay? Einfach können Sie auflegen und tschüss. Ja, aber Sie haben doch gerade gelogen. Sie sind doch gar nicht seriös. Tag. Nick am Apparat aus dem fxtrade.com. Ich grüße Sie hier, Gerold Steiner. Ja, was denn? Ja, Herr Steiner, ich melde mich aus einer Handelsplattform. Sie haben Ihre Daten eingetragen. Sie wollten einen Account eintragen durch die Mailadresse goldchina@mdcfon.de. MDCC, ja. Ja, und deswegen habe ich Sie angerufen, wollte ich mal fragen, wieso haben Sie ja schon auch nicht das alles vervollständigt bis am Ende durchgeführt? Ja, und? Was denn jetzt? Wir haben den Grund dafür, dass Sie Ihre Daten eingetragen haben und nicht den Account vervollständigen, oder? Ja, den Grund, warum ich die Daten eingetragen habe, ist, weil mich die Plattform erstmal interessiert hat. Und vervollständigt okay, habe ich sie nicht, weil ich sie für unseriös befunden habe. Okay, und was haben Sie ja schon noch herausgefunden, dass uns seriös ist? Dass natürlich die FX Trade ist ja schon noch seit Jahren tätig an der Branche und natürlich handelt mit Tausenden von Investoren, dass wir überall in der Welt sind. Das heißt, wir sind weltweit bekannt an der Richtung Handeln mit Börse. Ja, ich würde es anders ausdrücken. Bekannt ist schon richtig, ja, aber bekannt kann man ja mit seriösen Seiten sein und auch mit unseriösen. Das heißt, ich weiß nicht, was Sie ja schon noch an der Richtung unseriös gefunden haben, Herr Steiner. Falls Sie ja schon noch einen Rechner vor sich haben, hätte ich ja schon auch gerne mit Ihnen die Plattform durchgegangen, um zu sehen, was jetzt natürlich darüber Ihnen nicht gefällt. Ja, erstens fängt es ja schon mal damit an, dass ihr keine Registrationsnummer vernünftig auf der Webseite habt. Kein vernünftig ausgefülltes Impressum und die Telefonnummer, die man auf eurer Webseite findet, kann man nicht zurückrufen. Alles, was unseriös ist. Außerdem kommt noch dazu, die Rufnummer, mit der ich gerade angerufen werde, die ist auch nicht rückrufbar, was auch unseriös ist und sogar strafbar. Okay, ich werde ja schon auch Sie eine Mail zusenden lassen, falls schon auch diese E-Mail-Adresse natürlich auch am Laufen ist bei Ihnen. Und da werde ich ja schon alle Daten geben und natürlich auch unsere Support-Nummer. Das ist worldwide Nummer, wo Sie uns anrufen können jederzeit. Natürlich, ich werde ja schon auch selber mich darüber kümmern. Ja, die Webseite, die auf der oder die Nummer, die auf der Webseite steht, die kann man nicht anrufen, die existiert nicht. Okay, Sie wundern mich jetzt gerade, auf welche Plattform reden Sie jetzt? FX-Trade. Das ist Neo-FX-Trade, korrekt? Ja. Ja, und was für eine Nummer haben Sie da? Das können Sie ja schon noch nicht erreichen. Das ja, ist natürlich unsere Support-Nummer, ist ja schon noch erreichbar jederzeit. Ja, eben ja nicht. Die ist gar nicht erreichbar, die gibt's nicht, die existiert nicht, die Nummer. Okay, die Mailadresse, die ich vorher genannt habe, das ist immer noch aktuell, korrekt? Okay, dann bei der Mailadresse werde ich ja schon aus einer Mail zusenden lassen, natürlich mit dem Link von der Plattform und auch von der Nummer, wo Sie uns zurückrufen können. Und danach werden Sie ja schon auch unsere Kontaktdaten haben und werden Sie ja schon auch bestimmt einen zweiten Überblick darüber haben. Ja, der Witz ist ja, das, was ich dann per E-Mail bekomme, kann man auch nicht zurückrufen. Ich meine, Sie können es auch selbst mal probieren, aber geht nicht. Okay, werde ich ja schon noch selber probieren und werde ich ja schon noch mit der Antwort bei Sie zukommen lassen. Mhm. Wann werden Sie ja schon auch ein bisschen Zeit haben und einen Rechner davor haben, falls ich es fragen darf? Ja, jetzt nicht. Jetzt putze ich gerade. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Weil wäre das ein bisschen guter Zeitpunkt für Sie sein, dass ich Sie nochmal erreichen kann? So, weiß ich nicht. Müssen Sie spontan probieren. Aber meine Meinung wird sich ja trotzdem nicht ändern. Okay, werden wir ja schon noch schauen. Ich werde ja schon noch Sie das alles nochmal vorstellen lassen mit einem guten Angebot und danach können Sie ja schon noch Ihre Meinung sagen, Herr Steiner. Nee, die habe ich ja schon, die Meinung. Okay, kein Problem dann. Dann bedanke ich mich sehr für die Zeit. Bis zum nächsten Mal, Herr Steiner. Ja, ich hoffe nicht. Danke, tschüss. Tolle Neuigkeiten. Heute schon 2492 gemacht. http://xmvg.me/9ulxu1
Das war eine Nachricht von 01760588829. Sendedatum 10. November 2021. Uhrzeit 11.31 Uhr. Diese Nachricht wird jetzt wiederholt. Tolle Neuigkeiten. Heute schon 2492 gemacht. http://xmvg.me/9ulxu1. Das war eine Nachricht von 01765889. Sendedatum 10. November 2021. Uhrzeit 11.31 Uhr. Diese Nachricht wird jetzt wiederholt. Tolle Neuigkeiten. Heute schon zwei. Schönen guten Tag, Herr Thaler. Mhm. Mein Name ist Alina Häuser. Ich melde mich von Union Markt. Wir sind eine Online-Handelsplattform. Haben Sie vielleicht Erfahrung mit Online-Handel? Ich wusste jetzt nicht, was Sie das angeht. Wie bitte? Ich sagte, ich wüsste nicht, wie das angeht. Natürlich geht mich das was an. Ist doch meine Privatsache. Ja, wenn es privat wäre, dann hätten Sie sich ja nicht registriert. Und Ihre Daten sind überall geteilt worden an allen Plattformen. Dann ist es nicht mehr so privat, denke ich mir mal. Ja, privat bleibt es trotzdem. Nein. Na, dann bleiben Sie halt bei der Meinung. Herr Thaler? Mhm. Haben Sie denn Erfahrung mit Onlinehandel? Habe ich doch gerade beantwortet. Es ist privat, haben Sie gesagt. Genau. Okay, dann sende ich Ihnen eine private E-Mail. Was soll ich jetzt sagen? Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, Sandmann. Was? Guten Morgen, Frau Braun ist hier. Ich wollte mit Frau Claudia Sandmann bitte sprechen. Nee, Herr Claudia Sandmann. Also mit Frau Claudia Sandmann. Nee, eine Frau gibt's hier nicht, nein. Gibt's nicht? Nee, aber Sie sprechen ja trotzdem mit der richtigen Person. Also mit Herr Sandmann? Ja. Okay. Also eigentlich, das geht ja um eine Anmeldung, Herr Sandmann. Ja. Zwar melde ich mich von Digiflex, haben Sie Interesse an Online-Handel gezeigt? Nee. Okay, also unter dieser Nummer ist ja Anmeldung mit einem Namen Claudia Sandmann. Ja, bin ich ja, richtig, genau. Claudia. Ja, wie oft denn jetzt noch? Alles klar. Okay, Herr Sandmann, möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Weil nach der Anmeldung haben Sie das Konto nicht aktiviert. Ja, ich habe doch gerade gesagt, dass ich mich nicht angemeldet habe. Okay, wer sonst? Ja, weiß ich nicht, Sie? Nein, ich nicht. Ihre Firma halt. Bitte? Ich sage Ihre Firma. Das ist die Digiflex. Ja, wann ist denn die Anmeldung gewesen? Sag ich sofort, Augenblick bitte. Da, vor einer Woche genau. Ja, vor einer Woche. 1. November. Ja, kann gar nicht sein, weil ich bin gerade erst wieder in Deutschland rein seit gestern. Okay, also das ist ja eine Internetverbindung und die Anmeldung wurde auf einer Webseite getätigt. Das heißt, brauchen Sie nicht unbedingt in Deutschland zu sein, also die Anmeldung zu machen. Ja, aber war ich nicht. Aha. Okay, alles klar. Tschüss. Betrüger. Let's clear an error. Bitte prüfen Sie Ihre E-Mail. Hallo, schönen guten Tag. André Kessner, mein Name. Den Herr Steiner. Bin ich da richtig, ja? Mhm. Und zwar, schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Ich melde mich bezüglich Ihrer Teilnahme an der kostenlosen Online-Verlosung. Sie wurden ja bereits hier kontaktiert von unseren Kollegen, ja? Na? Da ging es ja um Ihren Gewinn. Können Sie sich erinnern? Nicht so richtig gerade. Okay, Sie hatten sich ja hier eingetragen gehabt am 1. September für ein Gewinnspiel, ja? Können Sie sich daran kann ich mich erinnern, ja. Hm?
weil Sie wurden jetzt hier als Gewinner gezogen, Herr Steiner. Ja, Sie haben hier einen Einkaufsgutschein gewonnen im Wert von 750 Euro, ist in 45 verschiedenen Märkten gültig, unter anderem Amazon, Mediamarkt, Saturn und vielen weiteren, ja. Mhm. So, da wollte ich jetzt mal fragen, Herr Steiner, sollen wir denn den Gutschein auf Ihren Namen personalisieren, dann können aber auch nur Sie den nutzen, oder sollen wir den ohne Namen ausstellen, dann kann auch von Freunden und Familie genutzt werden. Was ist da der Unterschied? Also wenn wir den auf Ihren Namen personalisieren, wie gesagt, dann können nur Sie den verwenden, aber wenn wir den ohne Namen ausstellen, wie gesagt, dann kann er auch von Freunden und Familie genutzt werden, ja? Ja, aber jetzt verstehe ich den Grund dafür nicht, dass man das anruft. Okay, Herr Steiner, wir müssen ja hier die Gewinnbestätigung fertigstellen, um das Ganze an die Postabteilung weiterzuschicken. Da müsste ich ja auch nochmal einen kleinen Datenabgleich machen, um auch zu prüfen, ob ich hier an der richtigen Adresse bin, ja? Mhm. Also ich habe hier den Herrn Gerold Steiner, Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin, ja? Mhm. Und geboren sind Sie am 17.07. Das Geburtsjahr müsste ich einmal von Ihnen hören, bitte. Wieso? Das steht doch da. Steht hier aber zum Datenabgleich, wie gesagt, um zu sehen, ob ich hier an der richtigen Adresse bin, Herr Steiner. Na, habe ich doch gesagt. Sie sprechen mich doch auch mit dem richtigen Namen an, dann werden Sie an der richtigen Adresse sein. Gut, Herr Steiner, wie gesagt, wir schicken das Ganze jetzt an Sie raus dann, ja? Mhm. Dann können Sie sich nochmal alles schriftlich angucken und einmal nochmal Ihre Daten nochmal nachtragen, wenn was fehlen sollte. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, bitte bleiben Sie. Hallo? Hallo, wunderschönen guten Tag, mein Name ist Sandra Dina. Hallo? Ja, hallo? Ja? Ja, ich grüße Sie, Herr Erreitz. Jo. Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Kapper. Hm. Ja, hallo? Ja, ich grüße Sie, Herr Bernd. Marco Roth, am Apparat. Herzlich willkommen bei Verbraucherritter. 2.533.385 Ihre PIN. 3.679 zur Bestätigung hier klicken. https://www.fonify.me/a.php Fragezeichen 79051991. Sie haben eine Textnachricht von PHONIFY nie erhalten. Die Nachricht lautet: Ihr Mastercard-Voucher 2.533.385 Ihre PIN 3.679 zur Bestätigung hier klicken https://www.fonify.me/a.php Fragezeichen 79051991